Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seid herzlich willkommen in der Bundesstiftung Aufarbeitung zur heutigen Veranstaltung Generation Einheit. Was teilt ihr, was teilt euch? Die sich mit der Identität der nach 1989 Geborenen beschäftigen wird. Wir freuen uns, dass ihr euch heute zugeschaltet habt und laden euch ein, den Abend gemeinsam mit uns zu gestalten. Generation Einheit. Unter dieser Bezeichnung fassen wir heute Abend die Menschen zusammen, die das geteilte Deutschland gänzlich nicht mehr erlebten, da sie zur Zeit des vereinten Deutschlands geboren wurden und aufwuchsen. Aber wie sinnvoll ist eine solche Zusammenfassung eigentlich? Wie begreift sich diese Generation selbst und wie wird sie wahrgenommen? Spielt die Herkunft aus Ost- oder Westdeutschland noch eine Rolle? Und welche Wahrnehmung teilen wir eigentlich mit Menschen mit migrantischen oder postmigrantischen Erfahrungen, die ebenfalls Teil der Generation Einheit sind? Wir möchten heute Abend einen Blick darauf werfen, was diese Generation prägt und auszeichnet. Ich freue mich sehr, dass wir dafür viele tolle Gäste gewinnen konnten. Im ersten Teil der Veranstaltung werden uns nun Künstlerinnen und Künstler und Expertinnen und Experten im Rahmen eines sogenannten Generationenclusters ganz unterschiedliche Einblicke in die Wahrnehmung der Generation Einheit gewähren. Da Sie sich gleich selbst vorstellen, sei an dieser Stelle darauf verzichtet. Im Anschluss laden wir euch herzlich dazu ein, gemeinsam mit unserer fachkundigen Gesprächsrunde in eine Diskussion einzusteigen. Wie das konkret funktionieren wird, erläutert euch dann Nile, die das Gespräch moderiert und die unsere Diskussionsgäste vorstellt. Bereits jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, alle Anmerkungen und Fragen im Chat zu stellen oder per Mail zu schicken. Ich wünsche uns nun allen eine spannende Veranstaltung und darf das Wort an die erste Künstlerin des heutigen Abends, Nele Stuhler, übergeben. Vielen Dank. So, hallo, ich bin Nele, das wurde schon gesagt und ich muss gleich mal enttäuschen, ich wurde gar nicht nach 89 geboren, sondern am 13. August 89, also am Tag des Mauerbaus im Jahr des Mauerfalls. In Ost-Berlin wurde ich geboren und ich vermute, das ist auch der Grund, warum ich heute eingeladen wurde und das ist auch der Grund, warum ich meine Oma immer noch manchmal Mauernele nennt. Und deswegen habe ich auch vor 3 Jahren, also als die Mauer genauso lange nicht mehr stand, wie sie gestanden hat und ich sozusagen genauso alt war wie die Mauer, als sie gefallen ist, also in dem Jahr, haben wir ein Stück gemacht über unser Verhältnis zur DDR, also das Land, aus dem wir irgendwie kommen und zu dem wir aber irgendwie nicht so richtig ein Verhältnis haben oder nicht wissen, wie dieses Verhältnis eigentlich ist. Erstmal ist so ein Land ja nicht von heute auf morgen einfach weg, sondern es bleiben Orte und es bleiben vor allem Menschen, die alle zusammen einen Bruch erlebt haben. Und in diesem Bruch sind wir sozusagen aufgewachsen. Im Stück heißt es, es gab Kinder und so gehört es sich für Kinder, sagen die Eltern und berufen sich darauf, dass sie selbst einmal Kinder waren. Es gab Kinder, die stellten ihre Eltern in Frage. Und andere Kinder haben das Gefühl, dass andere Eltern schon genug in Frage gestellt worden sind. Von der Geschichte, von den Medien, von den anderen üblichen Verdächtigen und schließlich sogar und immerzu und vor allem von sich selbst. Das Infragestellen war schon immer Teil ihres Überlebens gewesen. Nicht von allen, nur von sehr wenigen eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja, man muss das eben differenziert sehen und man muss natürlich nicht, niemand muss irgendwas differenziert sehen, aber eigentlich muss man es schon differenziert betrachten, nur wer sollte sich die Mühe machen? Und deswegen haben wir versucht, uns die Mühe zu machen und haben versucht zu differenzieren und können aber gar nicht so wirklich differenzieren. Das ist nämlich das Problem, weil, jetzt blätter ich mal um, wir nicht dabei waren und weil wir das, was wir erzählt bekommen, also diese ganzen Bruchstücke nicht zu einem Ganzen zusammensetzen können.
weil da in dieser DDR unserer Vorstellung, die sich sozusagen aus diesen Bruchstücken zusammensetzt, immer alle bei Heiner Müller auf dem Sofa gesessen haben oder mit Christa Wolf in der Uckermark. Und weil man sich nicht um Geld, weil man sich um Geld keine Sorgen machen musste und weil es gleichberechtigter war und überhaupt diese andere Gemeinschaft. Und weil man sich dann aber immer fragt, wenn man mal im Westen war, ob man jetzt wirklich zurück sollte in dieses graue, stinkige Land, was es nämlich auch war. Und wir schämen uns für das Englisch unserer Eltern und wir stellen fest, dass wir noch nie in einer Beziehung mit einer westdeutschen Person waren und dass wir uns das eigentlich auch gar nicht vorstellen können. Und als es dann doch passiert, aus Versehen, da streiten wir uns mit dieser Person, weil wir vorher im Stück gesagt haben, dass wir uns das eigentlich nicht vorstellen können. Und dann hören wir zum Beispiel ganz viel Musik. Wir hören Musik von Holger Biege und wir kitschen uns ein. Und für uns ist die DDR fast so etwas wie ein mythologischer Ort geworden, mit so ganz spezifischen mythologischen Erzählungen und Ereignissen. Und eines dieser mythologischen Ereignisse ist zum Beispiel der 4. November 89. Da gab es eine Kundgebung auf dem Alexanderplatz, wo es darum ging, wie dieses Land verändert werden könnte. Ich war damals da, wohl, mit meiner Mutter. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Aber was wir uns dann für die Arbeit gefragt haben, ist, was würden wir denn jetzt sagen an einem 4. November, jetzt? Und das lese ich jetzt einmal vor, was wir uns da überlegt haben. Ich habe dafür extra diese Handtasche hier mitgebracht. Die ist aus einem Westpaket, was wir immer noch nach wie vor bekommen, von Onkel Siegfried und Tante Irmgard. Schöne Grüße an der Stelle an Waldfischbach. Und die Idee ist, dass ich die jetzt sozusagen so hier so umbinde und dass ich dann von weitem ein bisschen aussehe wie Christa Wolf auf dem Alexanderplatz. Die hat nämlich auch so eine Tasche immer, die sie so ganz gestresst unterm Unterarm gehalten hat. So, und in der Tasche habe ich jetzt den zweiten Teil der Rede. Und dieses Mikro funktioniert nicht, aber wir haben es trotzdem mal hingestellt, weil damit das so aussieht, als würde ich eine Rede halten. Und jetzt trinke ich noch einen Schluck Wasser. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen lauter, vielleicht auch nicht. Ne? Christian, Alexander. Wir haben in den letzten Jahren eine grundsätzliche Skepsis gegen Utopien entwickelt, weil sie utopisch sind. Und das ist ein Problem. Heiner Müller sagt Anfang der 90er Jahre, dass wir mit dem Untergang des Realsozialismus die Utopie zurückbekommen haben. Die Utopie des Sozialismus. Und dann hat er aufgehört zu schreiben und dann ist er gestorben. Und jetzt stehen wir da ohne Heiner Müller. Aber mit Utopie. Und glauben zu wissen, dass das alles einfach eine blöde Idee war, beziehungsweise eine coole Idee, aber eben nicht für echte Menschen gemacht. Aber, und das war in den Proben immer unser Beispiel, weil Paula da nämlich war, aber im sozialistischen Sommercamp, da sind doch auch echte Menschen. Und da geht das doch für 2 Wochen. Da wäscht Julius ab und Lisa bereitet einen Workshop vor und Matthias macht Aufstrich. Alle machen was, obwohl sie nicht müssen. Und wenn Matthias lieber abwaschen will, dann wäscht Matthias halt ab und Julius macht Aufstriche. Und so kann es eben auch gehen. Und dann fragt aber wieder jemand, aber was ist, wenn Matthias nicht abwaschen will und wenn er keinen Workshop vorbereitet hat? Was ist, wenn Matthias eigentlich nur das ganze Sommercamp chillen und ab und zu kiffen will? Dann sag ich, okay, mach ich halt Aufstrich, weil Matthias ist Krankenpfleger und hat echt sonst eine harte Zeit und er will wirklich einfach mal 2 Wochen chillen und kiffen. Und wenn dann einer sagt, aber du hast doch vielleicht auch einen harten Job und Julius auch und Lisa wahrscheinlich sogar auch. Dann sag ich, na, dann müsste jemand aus der Gruppe mal zu Matthias gehen und sagen, Matthias, die Gruppe findet, du solltest auch mal einen Aufstrich machen, auch wenn du keine Lust hast. Und wenn Matthias dann immer noch keinen Aufstrich macht, ja, dann müsste vielleicht ich mal meine Einstellung ändern. Vielleicht sollte ich einfach mal aufhören auszurechnen, wer wann wie viel Aufstrich macht und wer nicht. Wir müssen ja nicht immer alles ausrechnen. Mir ist nur einfach wichtig, dass das nichts Strukturelles ist, wer Aufstrich macht und wer nicht. Und keiner muss Aufstrich machen, auch Matthias nicht. Aber wenn Matthias sagt, dass er das einfach nicht sieht, wenn der Aufstrich alle ist, dann kommt mir das schon vor wie eine faule Ausrede. Und dann sagt wieder einer, was dann immer einer sagt. Der Mensch ist eben kein sozialistisches Sommercamp. Aber ich glaube,
Der Mensch kann sich nur kein solches Sommercamp vorstellen. Ohne Rand, ohne Grenze, ohne die, die eh schon immer hier gezeltet haben, ohne die, die eh noch da sind. Aber wir müssen eh mal anfangen zu versuchen, uns andere Orte vorzustellen. Einfach, weil uns dieser Ort hier unter den Füßen wegbröckelt, auch die, die schon immer hier gezeltet haben, mit denen, die eh da sind. Genau. Auf dem Alexanderplatz hatte auch nur jeder 5 Minuten Redezeit, deswegen jetzt der Schluss. Zu meiner Geburt haben meine Eltern von einem Freund einen Brief bekommen, in dem stand: Wir sind jung, die Welt ist offen, vielleicht in 20 Jahren. Und 3 Monate später fällt die Mauer. In einem Umbruch aufgewachsen zu sein, heißt vielleicht vor allem zu wissen, dass es schnell gehen kann, in alle Richtungen. Dass die Dinge nicht so festgeschrieben sind, wie man immer so annimmt, im Gesetz der Alltäglichkeit, das besagt, dass morgen wieder so ein Tag ist wie heute, nur morgen. Dass das andere denkbar ist und dass man niemals nie wissen kann, was kommt. Dankeschön. Hallo, ich bin Tanas Goll. Ich komme heute vom Dorotheenstädtischen Friedhof, wo ich vor Heiner Müllers Grab stand, tatsächlich. Muss ich nur gerade dran denken. Ich komme aber eigentlich aus der Nähe von Frankfurt, bin da aufgewachsen und bin im Iran geboren und war jung, als wir nach Deutschland kamen. Und ist was passiert? Nee, ne? Nichts ist vorgefallen. Man hat sich eben ein bisschen gehen lassen. Und da sind wir eben mitgegangen. Wir legten uns die Tarnwesten des Westens an. Das waren Nike-Schuhe und Chanel Nummer 5. Gut, das konnte sich niemand leisten. Es waren Aldi-Hosen, Deichmann-Schuhe und der Bus Nummer 5 Richtung Ausländerbehörde. Irgendwas am Rückwärtsfahren macht mich immer schwindelig. Das war als Kind schon so. Irgendwas am Rückwärtsfahren. Ob es nur die vorbeiziehende Landschaft ist oder der entstehende Druck, wenn man am Rücken gepackt wird, irgendwas passiert, wenn es rückwärts geht. Das war im Geschichtsunterricht schon so. Die Bücher waren vergilbt und fielen in Teilen auseinander. Man warf den Blick weit nach hinten, nahm etwas Neues, bezog das dann bisweilen aufeinander. Ich konnte mir nicht helfen. Da ging ein Sog von den Geschichten aus, nur Geschichten. Mehr konnten sie für mich ja noch nicht sein. Ich hier noch knopfgroß, im Kopf bloß ein diffuses Gefühl für Nähe und Distanz und dann dieser wahnsinnige Schwindel angesichts der Größe der Welt und mein Gott, war sie groß. So und so viel Kilometer Radius mit so und so viel 1000 Kilometern Wasserfläche, dazwischen so und so viel 100 Ländern, bewohnt von so und so viel Milliarden Menschen, auf so und so viel 100 Millionen Städten verteilt und dann was? 1 Dutzend Schuljahre, um wenigstens den Ort, an dem die eigenen Füße Land berühren, den eigenen Standpunkt halbwegs korrekt bestimmen zu können. Mein Standpunkt, also der Punkt, an dem ich stehe, ist ein behutsam von Grenzen umzäuntes Stück Erde. Ist 1848, ist 1914, ist 1932, 1933, 1934, 1935, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ist 1945. Ist ein unersättlicher brennender Ofen und später eine auseinanderklaffende Wunde mit Maschendraht und Landesgrenzen, die ihm quer durchs Herz gehen. Ist der große Jubel 1989 endlich wieder vereint, ja. Und ist aber auch brennende Asylbewerberheime in den 90er Jahren, brennende Asylbewerberheime in den Nullerjahren, ist AfD und NSU und Halle und Hanau und so weiter und so weiter. Und schau, da brennt's noch. Der Ort, an dem ich stehe, ist der Ort, an dem ich begriffen habe, was der Unterschied ist zwischen Geschichten und Geschichte. Und dass nur eines davon problemlos wiederholt werden kann. Aber nichts ist vorgefallen. Man hat sich eben ein bisschen gehen lassen. Man hat nach einem langen Arbeitstag die Schultern nach hinten kreisen lassen, man hat tief durch die Nase eingeatmet und beim Ausatmen geräuschvoll durch den Mund. Da, man hat der Natur zuliebe Produkte in braunen Pappverpackungen gekauft und sich morgens noch die Milch selbst aufgeschäumt. Man hat Bier getrunken und Techno gehört bei Freunden.
Man hat Bier getrunken und Techno gehört in Nachtclubs. Man hat Bier getrunken und Techno gehört auf Demonstrationen für oder gegen. Ach, ich hab's vergessen, die Standpunkte sind unklar. Man hat sich eben ein bisschen gehen lassen. Man hat ein paar Selfies gemacht und sie mit verschiedenen Apps bearbeitet. So sähe ich als Mann aus, so sähe ich alt aus, so sähe ich aus, wenn ich glücklich wäre, so sähe ich aus, wenn mich irgendetwas interessieren würde. Gut, zugegeben, meine Gesellschaftskritik schmeckt so abgestanden wie die Preiselbeersaftschorle, die du mir bei unserem ersten gemeinsamen IKEA-Besuch vorgesetzt hast. Weißt du noch? Wir haben aus demselben Glas getrunken und immer wieder neu aufgefüllt und uns darüber unterhalten, welche Bedeutung das Malen der Weltkarte an die eigene Zimmerwand eigentlich hat. So die gesamte Weltkarte im eigenen Zimmer. Zu Zierde. Was soll das überhaupt aussagen? Weltoffenheit? Die Liebe zum Planeten? Die Reisefreiheit mit dem deutschen Pass? Ist dir das auch aufgefallen? Die Europäische Union sieht auf der Karte so aus wie ein sich öffnender Körper, also wie ein liegender Körper, mit sich öffnenden Beinen und einer Aussparung an der Stelle, wo die Schweiz sitzt. Gut, der Reiz ist jetzt trotz allen Friedens- und Einheitswünschen immer an der Abgrenzung. Die einen wollen nicht mitspielen, die anderen dürfen nicht mitspielen. Wieder welche spielen mit, aber nur, wenn sie austeilen dürfen. Aber Herrgott, noch eins, nichts ist vorgefallen. Man hat sich einfach ein bisschen gehen, man hat sie eben einfach gehen, man hat sie einfach zurückgehen lassen, wo sie herkommen. Man hat sie gar nicht erst kommen lassen. Man hat sie, man lässt sie ertrinken. Zu Tausenden. An den offenen Grenzen des europäischen Friedens. Mann, dabei haben wir so viel gemacht. Wir haben getanzt gegen rechts, wir haben geknutscht gegen rechts. Was sollen wir noch machen? Ficken gegen rechts? Keine Ahnung. Es ist seit einer Weile so, dass mir vom Vorwärtsfahren schwindelig wird. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas am Vorwärtsfahren, ob es nur das Verstreichen der Zeit ist oder der entstehende Druck, wenn man am Kragen gepackt und mitgezerrt wird. Irgendwas passiert, wenn es vorwärts geht. Mir wird so schwindelig, mir wird regelrecht schlecht. Dabei ist ja nichts vorgefallen. Also hier, ist alles cool. Man hat sich eben ein bisschen gehen lassen. Ich will auch. Manchmal einfach nur gehen. Vielen Dank. Hi, ich bin Theresa. Ich bin die Producerin und Co-Autorin der Webserie Hier drüben. Und ist irgendwie ganz cool, jetzt Teil dieser Generation einer zu sein. Ich bin kurz vor 89 geboren, 1988 in Gera. Ich hoffe, ich darf trotzdem mitmachen. Die Webserie Hier drüben ist mein Diplomprojekt an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und ist seit wenigen Wochen online in der ARD-Mediathek anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit. Und in der Serie sind wir einmal die berühmte Bundesstraße B96 langgefahren und haben mit 30-jährigen Ossis darüber gesprochen, wofür sie heute eigentlich noch hier und wo drüben ist und versucht herauszufinden, was ist denn dieser Teil ihrer Identität, von dem ganz viele ganz lange gar nicht wussten, dass sie überhaupt haben. Und am liebsten würde ich euch jetzt die ganze Serie zeigen, das geht aber nicht, die dauert ungefähr 60 Minuten. Ihr könnt die finden auf der ARD-Mediathek, indem ihr hier drüben eingebt oder auf unserer Facebook-Seite oder jetzt wird auch oder nachher hier im YouTube Kanal der Link geshared, da könnt ihr einfach draufklicken und danach der Veranstaltung angucken. Und trotzdem zeige ich euch aber jetzt kurz was, und zwar zeigen wir euch drei Clips. Der erste ist der Trailer der Serie und dann seht ihr noch exklusiv zwei kurze Clips, die für unsere Facebook-Kampagne entstanden sind, die noch niemand gesehen hat. Und wir haben parallel zu der Serie auch noch ganz viel Material für unsere Facebook-Seite produziert und in dem einen Clip lernt ihr Bernie und Marcel aus Großreschen kennen. Und im anderen Clip lernt ihr Valerie kennen, die seht ihr nachher auch gleich hier nochmal auf der Bühne, und Tina von der wunderschönen Ostsee. Viel Spaß. Na klar. Okay.
Hallo, mein Name ist Valerie Schönjan. Ich war gerade schon in dem Bild zu sehen, weil ich dieses Buch geschrieben habe. Das heißt Ostbewusstsein, warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Wenn ein Untertitel so lang ist, heißt das immer, man konnte sich mit dem Verlag nicht einigen. Denn dann macht man einfach ein Und dazwischen. Ich wollte eigentlich ein das Klang-Kapitel lesen, aber da kam mir schon so viel vor. Deswegen switche ich ganz spontan um und lese das Plattenkapitel vor. Zwei Worte vorher zum Buch. Also ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, je älter ich werde, desto ostdeutscher fühle ich mich. Womit hat das eigentlich zu tun? Und ich habe mich auf eine Reise begeben, habe andere Nachwendekinder getroffen, um die zu fragen, ob es ihnen ähnlich geht und herauszufinden, was unterscheidet uns, was trennt uns und ist es eigentlich gut oder schlecht für die Einheit und für die Gesellschaft, wenn Nachwendekinder beginnen, sich wieder ostdeutsch zu fühlen. Spoiler, ich glaube, es ist nicht so schlecht. Ich habe, wie gesagt, viele Nachwendekinder getroffen und war unter anderem mit Theresa und Kathleen unterwegs für ihren Film. Und eigentlich wollte ich nur sie porträtieren, aber dann haben wir uns über Plattenbauten unterhalten. Also ich habe ein ganz flammendes Plädoyer über Plattenbauten unterhalten. Die haben mitgemacht und daraufhin haben sie mich gefragt und angerufen, ob ich nicht auch Teil ihres Films sein möchte und ob ich mit ihnen gemeinsam die Schönheit in Neubrandenburg entdecken möchte. Da steigen wir jetzt gleich ein. Das Kapitel heißt Lost und spannend, wobei das mit den Platten nur die halbe Wahrheit ist. Der andere Grund war, dass ich in der Schulzeit alle Landeshauptstädte auswendig gelernt habe, damit ich Leuten vorwerfen kann, wenn die Magdeburg nicht kennen. Da bin ich aufgewachsen, 1990 geboren. Ich springe jetzt so ein bisschen, um es kurz zu halten. Wir waren auf jeden Fall 3 Tage insgesamt in der Oststadt und am ersten Tag sind wir durch die Gegend gelaufen. Die Oststadt Neubrandenburgs ist die größte Plattenbausiedlung der Stadt. Und wenn man da durchgeht, ist es eben tatsächlich so, da ist ostdeutsche Geschichte noch sichtbar. Da gibt es überall so Kosmonautenbilder und Raketen. Und ich bin da so lang gelaufen und war total euphorisiert und auch erleichtert, weil ich dachte, huh, zum Glück, ich entdecke die Schönheit der Platte. Vorher wusste ich ja nicht, ob ich das auch nur so aus Trotz und Prinzip erzähle. Und dann habe ich mich aber, sind wir abends nach Hause gefahren und da steige ich jetzt ein. Oder ins Hotel gefahren. Im Asia-Späti kaufen wir uns einen Pfeffi, Pfefferminzlikör also, für den Feierabend. Schließlich drehen wir hier eine authentische ostdeutsche Dokumentation. Im Auto läuft Kling-Klang, klar. Der Kamera und der Tonmann kommen aus Westdeutschland und kennen das Lied nicht. Theresa und ich singen laut genug für alle mit. Vor dem Hotel unterhalte ich mich noch länger mit einem der beiden Männer und finde heraus, dass er die Oststadt ganz anders sah als ich. Er sagt, er fand das Viertel traurig, gleichförmig und trostlos. Ich bin überrascht. Trostlos ist ein Wort, das mir heute noch überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist. Den ganzen Tag bin ich durch die Oststadt gelaufen und habe ihre Schönheit gelobt. War mein Blick nur aus Trotz so positiv? Sinnplatten trostlos? Und will ich es nur nicht sehen? Am nächsten Tag wollen wir hoch hinaus. Wir gehen zur höchsten Platte und sprechen wahllos Leute an, ob wir mit Kamera vielleicht ganz kurz in ihre Wohnung dürften, um über die Oststadt zu schauen. Begeistert ist keiner. Also fange ich an zu klingeln. Ich arbeite mich von oben links nach unten rechts durch die Klingelzeilen. Systematische Penetranz. Und dann, tatsächlich, es klappt. Einer lässt uns hinein. Gerhard Wieland wohnt fast ganz oben im 13. Stock. Wir steigen aus dem Fahrstuhl, er lächelt uns aus wachen Augen entgegen und bittet uns hinein. Gerhard Wieland ist 81 Jahre alt, 42 davon lebt er hier. Er war der erste Bewohner, der in diesen Plattenbau gezogen ist. In seiner Wohnung hängen überall gepuzzelte Bilder an der Wand. Sie zeigen Dresden, Mallorca, Italien, so viele Orte, die er nicht hätte besuchen können, würde es die DDR noch geben. Sein Wohnzimmerschrank ist noch aus DDR-Zeiten. Reihe Kompliment, die kenne ich von Familienfotos. Wir gehen auf den Balkon. Die anderen Gebäude der Oststadt sind ganz klein. Man sieht Neubrandenburg mit seinen Häusern, Seen, Parks. Ein Blick wie Simba und Mufasa über ihr Königreich. Gerhard Wieland erzählt, dass vor 2 Jahren seine Frau Hannelore gestorben ist. Fotos von ihr stehen überall in der Wohnung, 2 Grabkerzen auf dem Wohnzimmertisch. Wenn er hier auf seinem Balkon sitzt, dann kann er in Richtung Friedhof gucken. Ich frage ihn, ob er gerne in der Platte lebt. Er sagt, natürlich. Ich lebe hier schon so lange, ich gehe in keine andere Wohnung mehr. Der einzige Umzug, den ich noch mache, ist zu ihr. Er zeigt in die Weite. Es ist schön, ihm zuzuhören, wie er von ihrem gemeinsamen Leben spricht, ihren Kindern, ihren Reisen.
Gerhard Wieland hat 52 Mal mit seiner Frau Hochzeitstag gefeiert. Aber wenn er von ihr redet, sieht er aus, als ob er sich nichts sehnlicher als 52 weitere wünschte. Was macht dein Leben schön? Wir verabschieden uns und ich wundere mich darüber, wie wenig ich meiner eigenen Bewertung traue. Ja, ich finde Platten schön. Warum auch nicht? Schönheit ist nichts Objektives, sondern etwas Subjektives. So weit, so klar. Aber wenn das stimmt, dann ist Schönheit das, was wir daraus machen. Eine Entscheidung. Ich sehe hier in der Platte in Neubrandenburg Schönheit, weil ich sie sehen will. Was bedeutet, dass man sie sehen kann und dass sie da ist. Wenn wir Häuser anschauen, sehen wir nicht nur neutral aufeinander gestapelte Steine. Die Steine erzählen eine Geschichte und wir leiten daraus unsere Bewertung ab. Wenn wir eine Klinik sehen, denken wir an Kranke. Wenn wir eine Villa sehen, an Reiche. Und wenn wir ein Hotel sehen, an Reisende. Und bei einer Platte? Ich werde in Zukunft an Gerhard Wieland und seine Hannelore denken und an ihr schönes Leben. Abends sitzen wir am Steg am Neubrandenburger Tollensesee und schauen auf das Wasser. Es ist dunkel. Hinter uns lachen Jugendliche, die Alkohol trinken, für den sie zu jung sind. Vor uns leuchten Lichter eines Feuerwerks. Manchmal erkenne ich da die Umrisse einiger Boote, die auf dem See fahren. Wasser, Bäume, dahinter Platten. Das könnte auch Magdeburg sein. Da leuchtet mir noch einmal mehr ein, warum ich diese Stadt anders wahrnehme als der Kameramann. Ich bin mit Platten am Horizont aufgewachsen. Wenn ich sie sehe, knüpft das an etwas in mir an, weckt Erinnerungen, heimatliche Gefühle. Anderen geht es so mit Bergen, weil sie damit aufgewachsen sind. Ich habe das bei Platten. Das klingt erstmal total bescheuert, aber wenn man einmal darüber nachdenkt, eigentlich nicht. Ich bin seit Wochen unterwegs, habe viele Nachwendekinder gesprochen und habe mich gefragt, ob wir nun ein Wir bilden können oder sollen. Denn, so viel ist klar, wie es nicht die Ostdeutschen gibt, gibt es nicht die ostdeutschen Nachwendekinder. Auch wir sind viele, auch wir sind verschieden. Aber auch wir haben gemeinsame Erfahrungen. Allen voran steht eine, die eigentlich ganz offensichtlich ist. Wir, die ostdeutschen Nachwendekinder, teilen die Erfahrung, im Osten aufgewachsen zu sein. Wir kennen alle Seiten. Wir wissen bei allen Problemen, dass man im Osten aufwachsen und leben kann, dass es mindestens machbar ist, meistens gut und oft sogar fantastisch. Diese Erfahrungen dienen nicht der Klischeebildung. Daraus lassen sich keine typischen ostdeutschen Charaktereigenschaften ableiten. Diese, unsere ostdeutsche Erfahrung, ist eher wie dieses bunte, leicht durchscheinende Papier, das man als Kind auf die Seiten seines Malbuchs oder seines Comics gelegt hat, um die Figuren abzupausen. Dieses Pauspapier vereinheitlicht nicht die Motive und auch nicht die Menschen, die es nutzen. Aber wenn man das Pauspapier hochhält und die Welt dadurch betrachtet, bekommt sie eine bestimmte Einfärbung, eine bestimmte Note. Dadurch können Platten schön aussehen, Leere wie Freiraum und der Alltag in der DDR ein bisschen bunter, als die meisten denken. Vorurteile sind manchmal leichter erkennbar, sie treffen einen schneller. Und einiges, was heute im Osten passiert, kann dann ganz offensichtlich auch ein Ergebnis von dem sein, was schon lange zurückliegt. Dieses bunte Pauspapier führt dazu, dass sich die ostdeutsche Perspektive noch immer von der westdeutschen unterscheidet, ein bisschen anders eingefärbt ist, auch bei Menschen in unserem Alter. Diese Perspektive ist keine bessere, keine schlechtere, aber eine andere. Sie ist unsere. Guten Tag, mein Name ist Jonathan Stuschke, ich komme aus Wuppertal, ich bin 18 Jahre alt und ich habe mich im vergangenen Jahr im Rahmen meines Beitrags zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten mit der Thematik der Ausreise aus der DDR beschäftigt, insbesondere mit den politischen und sozialen Missständen in der DDR, die dazu geführt haben, dass der Wunsch einer Ausreise entstanden ist und dass eben Ausreisemotive entstanden sind. Und das habe ich gemacht, weil eben meine Familie väterlicherseits in der DDR gelebt hat. Mein Vater ist in der DDR geboren und aufgewachsen, beziehungsweise hat dort seine Kindheit und auch einen Teil seiner Jugend verbracht, bis die Familie, also meine Großeltern, meine Tante und er 1984 auf legalem Wege die DDR verlassen haben. Das heißt, sie haben einen Ausreiseantrag gestellt. Dieser wurde dann bewilligt. Nach langer Zeit wurde der Antrag bewilligt und dann konnten sie ausreisen.
Meine Mutter ist in der Bundesrepublik geboren, in Solingen, und dort eben auch sozialisiert gewesen. Und das Thema der DDR-Vergangenheit meiner Familie wurde auf Familienzusammenkünften und Treffen thematisiert. Aber es war nicht das leitende Thema oder das bestimmende Thema. Es war eher in Form von Anekdoten. Ich bin 2002 geboren, das heißt 13 Jahre nach dem Mauerfall, beziehungsweise 12 Jahre nach der deutschen Einheit. Das heißt, ich habe keinen direkten Bezug, genau wie ja diese Generation Einheit das ist. Wir haben die deutsche Teilung nicht miterlebt. Deswegen konnte ich mir immer nur ein Bild machen durch Anekdoten. Früher in meiner Kindheit, wenn meine Großeltern mir erzählt haben, wie das war mit der Wahl in der DDR, dass man sich quasi schon verdächtig gemacht hat, oder es verpönt war, die Wahlkabine zu benutzen, dass durch den Staat kontrolliert wurde, wie man seine Flagge an einem bestimmten Feiertag richtet. Das alles waren Anekdoten, die mir erzählt wurden, dass man auch wusste, dass die zugeschickten Briefe gelesen waren, das heißt, das Briefgeheimnis nicht gegeben war. Ich konnte das aber bis zu einem gewissen Alter nur schlecht reflektieren. Das heißt, ich wusste nicht richtig, also ich wusste schon, dass es irgendwie ein Einschnitt von Freiheit ist, aber als Kind konnte ich das noch nicht so reflektieren. Im Gegensatz dazu, als ich dann eben am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen habe, war das eben so, dass ich da ein bisschen mehr ein Bild dafür bekommen habe, da mein Thema ja war, die politischen und sozialen Missstände in der DDR und die daraus resultierenden Motive einer Ausreise. Daran habe ich anhand eines Familienbeispiels, anhand meiner Familie, da habe ich das dann auch kennengelernt, dass das quasi viele andere ähnliche Erfahrungen hatten und dass das dann auch Motive für eine Ausreise waren. Und ich würde auch sagen, obwohl ich jetzt finde, ich bin eindeutig, eben weil ich ja nur in der Bundesrepublik, also nur die Bundesrepublik kenne, bin ich natürlich durch die Bundesrepublik geprägt, in meiner Entwicklung, in meinen Gedanken, auch in meinen Haltungen oder in meinen politischen Positionen. Ich würde dennoch sagen, es gibt subtile Einflüsse, die mich dennoch daran erinnern, dass eben meine Familie väterlicherseits aus der DDR kommt, beziehungsweise aus Ostdeutschland kommt. Das sind so kleine Dinge wie die Hallorenkugeln, die hier in den neuen Bundesländern, habe ich mal eine nicht ganz repräsentative Umfrage, aber viele aus meinem Bekannten- und Freundeskreis kannten diese eben nicht, was ich sehr erstaunlich fand, da es für mich eigentlich recht normal ist, dass es diese Hallorenkugeln gibt oder auch das DDR-Backbuch, was wir besitzen, was wir vermutlich nicht hätten, wenn es eben nicht diesen Hintergrund meiner Familie gegeben hätte. Und grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, dass sich auch die junge Generation, also wir, auch die Generation Einheit, gerade die Generation Einheit auch eben mit der DDR beschäftigt und mit dieser Vergangenheit beschäftigt. Und es gibt es gerade wichtig, dass sich die Generation Einheit, also diejenigen, die die deutsche Teilung nicht aktiv bzw. nicht miterlebt haben, sich dennoch mit der deutschen Nachkriegsgeschichte befassen. Denn für mich hat die Generation Einheit, liegt dort drin eine ganz große Chance, aber es gibt auch eine Verantwortung, die sie hat. Zur Chance kann man sagen, dass es die ganz große Chance ist, dass wir nie etwas anderes kennengelernt haben als das vereinte Deutschland, als ein Deutschland, wo überall Demokratie herrscht und Demokratie gelebt wird, wo quasi alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihr zu freier, geheimer und gleicher Wahl gehen können und egal, wo sie ihr Kreuz machen, dass sie nicht dafür mit staatlichen Repressionen zu rechnen haben, das ist eine ganz wichtige Errungenschaft und auch die Pluralität an Meinung, die Meinungsdiversität und Vielfalt in Deutschland ist ganz hervorragend, dass wir eine Pressefreiheit haben, dass wir eine uneingeschränkte Pressefreiheit haben, dass quasi kritische Stimmen nicht totgeschwiegen werden, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, sondern dass sie diese auch eine Stimme bekommen, das finde ich ganz wichtig. Und darin sehe ich eine ganz große Chance in dieser demokratisch-freiheitlichen Ordnung, wo eine Vielzahl von Meinungen gefeiert wird und gefördert wird. Aber die Verantwortung besteht jetzt für mich darin, diese Demokratie, die unsere Lebensgrundlagen sichert, die das Volk aktiv am Geschehen teilhaben lässt, dass diese gegen antidemokratische Kräfte verteidigt wird. Und darin sehe ich auch die Verantwortung der Generation Einheit, dass wir uns gemeinsam die Demokratinnen und Demokraten gegen die Antidemokratinnen und Antidemokraten stellen, um unsere Demokratie zu stärken. Denn wir brauchen die Demokratie. Wir haben sie erkämpft. Mit der Wiedervereinigung galt sie dann in ganz Deutschland, gab es Demokratie und demokratische Wahlen in ganz Deutschland. Und das müssen wir beibehalten. Wenn ich sagen müsste, worin liegt der größte Unterschied innerhalb der Generation Einheit, würde ich vermutlich sagen, dass es einfach vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen gibt, da es unterschiedliche Altersgruppen gibt. Also die Generation Einheit
Umfasst 30-Jährige, umfasst aber auch mich als 18-Jährigen und noch jüngere Menschen. Das heißt, da ist vielleicht auch die Wahrnehmung eine andere, da vielleicht die Hürden bzw. die Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern mit der Zeit immer weiter abgebaut werden, dass ich jetzt andere Erfahrungen habe als jemand, der 2006 Abitur gemacht hat oder 2002 Abitur gemacht hat, da dieser vielleicht dann noch ganz andere Unterschiede bestanden und die Unterschiede vielleicht auch doch noch ausgeprägter waren, als jetzt bei mir der Fall ist. Das ist vielleicht der größte Unterschied, wenn man mich fragen würde, was ist der größte Unterschied innerhalb oder was sind die größten Differenzen innerhalb der Generation ändert, wäre es das. Aber dennoch finde ich, eint die Generation mehr als sie trennt, denn es sind die Werte, die sie leben, Demokratie, Freiheit. Demokratie und Freiheit sind die Werte, Rechtsstaatlichkeit, die sie leben, eine unabhängige Justiz. Und diese müssen sie auch verteidigen. Dieser Verantwortung sind sie sich auch bewusst. Und deswegen denke ich, dass es eben diese Generation Einheit gibt. So, das funktioniert mit dem Mikro? Ja, hört man mich? Super. Ich sage herzlich willkommen an die Personen, die hier vor Ort sind, aber vor allem herzlich willkommen an alle, die im Stream dabei sind. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Nile, ich bin Journalistin und heute die Moderatorin hier beim Panel Generation Einheit. Was teilt euch? Was teilt ihr? Bevor wir aber auch zu den Gästen kommen und ich alle vorstelle, möchte ich sagen, dass das ein abgespacedes, interaktives Format ist. Das heißt also, wir haben sogenannte Aha-Slides und werden ein paar Fragen stellen. Und da will ich auch eure Meinung hören, eure Erfahrungen, eure Perspektiven. Immer wenn es zu den Fragen kommt und wir hier diskutieren, könnt ihr auch eure Meinung eintippen und wir gehen dann darauf ein. Außerdem könnt ihr dann auch zum Schluss ein paar Fragen stellen an unsere Panelisten, Panelistinnen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wie komme ich zu diesem Aha-Slide, dann guckt einfach mal unter dem Link im Chat des Streams. Außerdem gibt es einen QR-Code. Und für alle, die jetzt richtig gut aufmerksam zuhören können, werde ich auch nochmal den Link ansagen. Und zwar aha-slides.com/Einheit. Also dort bitte einloggen und mitmachen, mitdiskutieren, denn uns liegt viel daran, wir haben kein Publikum vor Ort, aber euch im Stream, also macht gerne mit. Genau. Bevor wir aber so richtig losdiskutieren, werde ich die Panelisten, Panelistinnen vorstellen und freue mich über diese tolle Expertenrunde. Neben mir hier sitzt Valerie Schönjan. Valerie haben wir schon zweimal heute auch gesehen. Und du bist 1990 nahe Magdeburg geboren und Journalistin. Du arbeitest als Autorin für das Leipziger Büro der Zeit und hast dieses Jahr dein zweites Buch veröffentlicht, Ostbewusstsein bei Pieper. Wir haben einen Ausschnitt schon hören dürfen. Und du gehst dort unter anderem der Frage nach, woher denn dieses Ostbewusstsein kommt und warum sich alte Klischees so hartnäckig halten. Und auch wenn wir nicht so viele Leute hier im Publikum sind, würde ich bitten, dass dann immer nach jeder Vorstellung ein kleiner Applaus kommt. Ihr zu Hause könnt ja auch beim Stream mitklatschen, hören wir nicht. Aber es ist halt cool fürs Feeling. Deswegen ein kleiner Applaus für Valerie, bitte. In der Mitte sitzt Josi Miller. Josi ist 1989 in Leipzig geboren. Sie ist DJ und Produzentin. Und gemeinsam mit der Journalistin Helene Fares hat sie den Hip-Hop-Podcast Deine Homegirls. In einem Artikel, den ich mir im Vorfeld durchgelesen habe, hast du gesagt, dass du glaubst, dass Ossi, Wessi vielleicht eine weniger große Rolle für Millennials spielt. Und wir werden heute darüber diskutieren. Ich bin ganz gespannt auf deine Beweggründe, auf deine Argumente. Und natürlich auf die Meinung dazu. Aber bevor wir richtig diskutieren, würde ich sagen, ein Applaus für Josi. Applaus
Und ganz außen im Panel sitzt Daniel Kuhwerk. Daniel ist Soziologe und Postdoc an der Humboldt-Uni. Dort hat er promoviert zum Thema Identitätsbildung und Othering von jungen Ostdeutschen. Und vielleicht kommen wir auch dazu, ein bisschen über deine Diss zu sprechen. Ein kleiner Applaus für Daniel, bitte. So, um das nochmal euch im Publikum zu erklären und natürlich auch nochmal hier auf dem Panel klarzumachen, ich werde meine Tasche kurz ablegen, darum geht es nicht, sondern wie ist der Ablauf der Diskussion? Es ist jetzt so, wir haben drei Grundfragen, die ich zuerst auf dem Panel stellen werde. Ich möchte natürlich eure Meinung dazu hören, wir diskutieren das ein bisschen. Und während hier diskutiert wird, können sich alle zu Hause im Publikum Gedanken machen, was halte ich davon? Okay, ich hacke jetzt hier meine Antwort rein, denn wir wollen erstens eure Meinung hören und zweitens dann halt auch diskutieren. Also kommt gerne mit dazu. Jetzt aber erstmal die erste Frage auf das Panel und zwar, ja, wir haben auch reichlich Zeit. Was prägt die nach 1989 Geborenen? Also was ist da besonders prägend oder der besondere Einschnitt? Valerie, was würdest du dazu sagen? Also die Frage würde jetzt beides, West und Ost, implizieren. Ich spreche jetzt vor allen Dingen aus der ostdeutschen Perspektive, mit der ich mich so vor allem beschäftigt habe. Und wenn ich mir da den Vergleich anschaue zu den älteren Generationen, glaube ich, dass uns uns prägt, dass wir eben, was auch gerade schon angesprochen wurde, mit dieser Selbstverständlichkeit des wiedervereinigten Deutschlands aufgewachsen sind. Und dass, wie gesagt, auch bei mir zum Beispiel so war, dass diese ganze Ost-West-Thematik ganz lange gar keine Rolle gespielt hat, weil man ja in der Schule gelernt hat, Deutschland besteht aus 16 Bundesländern und es halt irgendwie, das war's. Und der älteren Generation über uns wird eine Transformationskompetenz attestiert. Also, oder die attestieren sie sich auch selbst, dass sie sagen, wir, die wir irgendwie Jugendliche waren und Kinder waren, irgendwie jetzt so während der Zeit des Umbruchs. Und wir haben diese Kompetenz, dass wir eigentlich damit sehr gut umgehen können, mit diesen mit Veränderungen in der Gesellschaft. Und ich glaube, uns Nachwendekinder eint, das habe ich bei der Recherche für mein Buch irgendwie gemerkt, dass wir etwas haben, was ich Verständniskompetenz irgendwie nennen würde. Also, dass wir diese Umbrüche vielleicht nicht bewusst erlebt haben, aber nachvollziehen können eher so, was das halt irgendwie vielleicht bedeutet. Und dass wir vielleicht damit aber heute auch anders umgehen, also ein anderes Selbstbewusstsein irgendwie haben. Weil ja Ostdeutsche auch ganz lange die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Erfahrung irgendwie abgewertet wird. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt diese Selbstverständlichkeit des wiedervereinigten Deutschlands in uns irgendwie tragen, wenn man es ein bisschen kitschig formulieren möchte, dadurch haben wir ein ganz natürliches Selbstbewusstsein, weil, also in Bezug auf Ost-West, weil wir so denken, wenn wir auf irgendwelche Unterschiede merken, dort treffen, okay, da herrscht keine Augenhöhe, aber dann habe ich das Bedürfnis, diese Augenhöhe jetzt auch herzustellen. Das finde ich voll interessant, dass du das sagst, weil ich bin ja auch aus dem Osten, im Osten geboren, aufgewachsen, 95 geboren und hatte das halt auch eine ganze Zeit lang, dass ich so dachte, ja, wir sind ja eh eins. Und ich glaube, meine Position dazu ist dann auch nochmal ein bisschen anders, unterscheidet sich natürlich. Du hattest ja auch im Buch gesagt, es gibt nicht diese eine Nachwendegeneration. Aber was ich hier so raus war bei dir ist, dieses Ding, dass man nicht auf Augenhöhe kommuniziert hat, das war auch ein Teil in deinem Buch oder in dem Beitrag. Wie würdest du das denn beschreiben oder was bezeichnest du als, das ist prägend, da habe ich eine Diskussion nicht auf Augenhöhe erlebt. Also könntest du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Ja, also die Augenhöhe, die fehlt halt so in Machtfragen. Ne? Also Machtfragen sind ja, die stehen ja ganz oft hinter den Debatten um Identität, die wir führen. Also ne, es klingt ja immer so, wenn wir über Identität reden, wir reden irgendwie über eigenen Bauchnabel und in Bezug auf Ostdeutschland über Rotkäppchensekt, aber darum geht es ja nicht, es geht ja immer um Macht. Und das heißt, die Augenhöhe fehlt bei wirtschaftlicher Macht, Stichwort, es gibt keine Großunternehmen in Ostdeutschland, wir erben weniger, wir Nachwendekinder und so weiter. Die Augenhöhe fehlt bei politischer Macht, Stichwort keine also Ostdeutsche kommen Führungspositionen vertreten. Und das kann man so durchdeklinieren. Ne? Also um ein Beispiel noch zu nennen, historische Haupterzählung ist halt westdeutsch geprägt. Also wenn wir über Helmut Schmidt reden, ist es immer deutsche Geschichte. Und wenn wir über Egon Krenz reden, ist es ostdeutsche Geschichte. Und das heißt, die ostdeutsche Erzählung, was eben diese ganzen verschiedenen Perspektiven aus den verschiedenen Bereichen meint, so Kultur, Politik und so weiter, die ist einfach noch nicht gleich auf gleicher Augenhöhe präsent. So, und darum geht es, die auch irgendwie sichtbar zu machen.
Okay, vielen lieben Dank. Josi, was würdest du sagen, was prägt die Generation nach 1989? Also, ich kann natürlich auch nur aus einer persönlichen Sicht darauf sprechen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir in der Generation relativ privilegiert aufwachsen, alleine schon durch die große Reisefreiheit und die Möglichkeit, ganz viele Dinge zu tun und zu machen, auch berufsmäßig, worauf wir Lust haben. Was es aber auch prägt ist, und das hat mich im Osten, glaube ich, auch betroffen, aber gibt es natürlich auch im Westen, ist ein erschreckender Rechtsruck, eine soziale Ungerechtigkeit und zum Beispiel die Themen, die du angesprochen hast mit Augenhöhe. Das ist mir tatsächlich auch erst in letzter Zeit so richtig bewusst geworden. Also in meinem Aufwachsen, in meiner Arbeit, ich habe sehr zeitig angefangen mit Auflegen, bin ich immer schon ganz viel rumgereist und es war mir nicht bewusst, dass die Wirtschaftsmacht und andere Dinge, die nicht auf Augenhöhe geschehen, eher von Westdeutschland ausgehen. Und ja, genau, prinzipiell würde ich eigentlich sagen, wenn ich jetzt so gesamtdeutsch denke, dass wir relativ privilegiert sind in dem, was wir tun können und machen können. Ich finde es super interessant, dass du auch doch nochmal den Rechtsruck angesprochen hast und die 90er Jahre, denn ich erinnere mich da an einen Artikel im Freitag und auch den Hashtag von Christian Bangel, der dann kam, also dieses Baseballschlägerjahre, was ja auch angesprochen hat, dass halt, ja, wie die Konsequenz war, wenn man vielleicht alternativ jugendlich in den 90er Jahren war oder dass man halt auch Neonazis im Endeffekt ausgesetzt war und halt dieses Dunkeldeutschland im Endeffekt. Hattest du das auch so erlebt, weil du es gerade angesprochen hattest, oder würdest du sagen, dass es vielleicht in deinem Leben nicht so eine Rolle gespielt hat? Also dadurch, dass ich bin zwar in Leipzig, Konnewitz geboren, aber bin dann aufs Dorf gezogen und da hat man natürlich, also oder was heißt natürlich, also ich, für mich war das natürlich, dass wir dort auch Kontakte hatten zu jungen Menschen, die schon ein rechtes Gedankengut gepflegt hatten so und für uns war das gleichzeitig erschreckend, aber auch relativ normal, weil es war einfach auf den dörflicheren Gegenden normal, dass die Jugendlichen, ja, ich weiß gar nicht, wie das alles so passiert ist, aber dass sie sich teilweise dort schon radikalisiert haben, aber im Prinzip die gleichen Hobbys mit Anfang 15, 16, 17 hatten wie wir. Und das waren irgendwie, wir wollten saufen, tanzen und ohne Führerschein Motorrad fahren. So. Und das hat, also wir waren trotzdem so eine Generation Jugend, halt nur politisch komplett mit anderen Ansichten. Aber man hat trotzdem so nebeneinander hergelebt und jetzt so retroperspektivisch gesehen muss ich sagen, dass es schon für mich auch erschreckend war zu sehen, dass das sich immer noch nicht so krass geändert hat auf dörflicheren Regionen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass wir das Problem im Westen gar nicht haben, also es ist kein rein ostdeutsches Problem in meiner Sicht. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Wir haben zwar auch noch den Fragenblock, aber wenn Zeit ist, danach würde ich auf jeden Fall gern ein bisschen über 90er Jahre aufwachsen, Jugend, 2000er und so weiter hören. Also vielleicht können wir das im Hinterkopf behalten und ich werde es dann nochmal an euch alle drei adressieren, auf jeden Fall. Daniel, was würdest du sagen, 1989, die Generation danach, was prägt? Ja, zu Jugend in den 2000er Jahren kann ich dann auch nichts sagen, da war ich schon erwachsen. Also das müsst ihr dann nachher aus diskutieren. Ja, ich finde die Frage spannend und auch den Titel für die Veranstaltung heute spannend, weil wenn man als Soziologe sich auf den Begriff sich mit dem Begriff Generation beschäftigt, dann gibt es eine soziologische Definition, die sagt, wir können von einer Generation sprechen, wenn es eine Generationeneinheit gibt. Also man müsste sozusagen erstmal nach dieser Generationeneinheit, also nach dem prägenden Erlebnis suchen, um diese Generation als Generation bezeichnen zu können. Und meine Wahrnehmung ist, dass das jetzt, wenn man jetzt erstmal sozusagen global uns das anguckt, also global im Sinne von, sagen wir mal deutschlandweit jetzt erstmal uns angucken, weil wir ja hier jetzt im Umfeld des Tag der Deutschen Einheit sitzen, dann ist, glaube ich, eine Erfahrung ist, dass es eher die Vielfalt ist, die diese Generation ausmacht und weniger die Einheit und dass wir sozusagen ganz, ganz viele Themen finden. Und ich habe ja, ist ja für uns alle jetzt neu und ich habe jetzt die ganze Zeit auf diesen Bildschirm da geguckt, irgendwann wird es so klein, dass ich leider nichts mehr sehe.
Und was aber einer der ersten Begriffe, der hier aufgetaucht ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, ganz groß war, war Rassismus. Also eine Erfahrung, die an viele Leute, glaube ich, prägt und gleichzeitig, glaube ich, aber auch gerade neu in der Diskussion ist, dass wir in, vielleicht auch gerade junge Leute mittlerweile aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen, dass wir darüber reden müssen. Klimawandel taucht hier auf, Globalisierung taucht hier auf. Also wir finden hier gerade nicht so ein einheitliches Bild, was es prägt. Und damit würden wir schon ein bisschen gucken, inwieweit das wirklich eine Generation ist. Und ich glaube, dass es in diesem Kontext von Ost-West, was ja auch, glaube ich, für uns hier gerade sehr interessant ist, ganz wichtig ist, diese unterschiedliche Erfahrung, dass es eben für die Leute im Westen keine Rolle spielt, dass sie aus dem Westen kommen. Und das ist auch das, was ich in meiner Dissertation dann eben als einer der Key-Facts rausgefunden habe, dass es für Westdeutsche irrelevant ist, dass sie aus dem Westen kommen. Viele andere Sachen sind relevant, aber das ist für sie irrelevant. Und dass es aber eben für die Ostdeutschen relevant wird in bestimmten Interaktionen. Und da geht es eben, da hat Valerie schon ganz, ganz viel gesagt, geht es ganz viel um unterschiedliche Machtverteilung. Da geht es um so eine symbolische Abwertung vom Ostdeutschsein. Und ja, diese Erfahrung in Ostdeutschland aufzuwachsen. Also mir wird es jetzt gerade, am Montag wird die Elitenstudie vorgestellt, die gerade am Dezim-Institut und anderen Instituten erstellt wird. Wo wir wieder feststellen werden, dass Ostdeutsche in Elitenpositionen weniger gut vertreten sind. Und bei der ganzen Diskussion, ob das eine Generationenfrage oder so ist, ist eine ganz wichtige Erkenntnis dabei, dass wenn ich Teil dieser Elite sein will, also wenn ich zum Beispiel im DAX-Unternehmen arbeiten möchte, muss ich meine Heimat verlassen, weil es diese DAX-Unternehmen im Osten nicht gibt. Also muss ich den Osten verlassen, wenn ich aufsteigen will. Und das ist eine besondere Erfahrung, die Leute im Osten auf jeden Fall machen, dass sie über dieses Weggehen nachdenken müssen beispielsweise. Würdest du dann sagen, wenn wir über, also okay, du hast schon gesagt, Generation Einheit könnte vielleicht eher Generation Vielfalt eigentlich heißen. Und würdest du dann sagen, dass Nachwendegeneration, wenn wir diesen Begriff haben, dass das dann vielleicht auch einfach nur auf Ostdeutsche zutrifft oder dass halt das einfach gar nicht so ein großes Ding ist für Westdeutsche? Ja, also als ich mit meiner Dissertation 2015 angefangen habe, und damals Leute interviewen wollte, die zwischen 1990 und 1995 geboren sind, bin ich ganz naiv davon ausgegangen, dass ich mal mir angucke, wie sich die Identitäten Ost-West in Deutschland verteilen. Also ich dachte, ich schreibe dann über ostdeutsche Identität und über westdeutsche Identität bei Nachwendegeborenen. Und musste dann sehr, sehr schnell feststellen, dass das nicht geht, weil man über westdeutsche Identität nicht schreiben kann, weil sie nicht existent ist. Also weil sie weder als Selbstzuschreibung noch als Fremdzuschreibung im Diskurs existent ist, während es eben für die jungen Ostdeutschen teilweise eine Selbstzuschreibung gibt, sich als Ostdeutsche zu bezeichnen, aber vor allen Dingen relevant ist, Ostdeutsch zu sein, in bestimmten Situationen relevant gemacht wird. Also ich bin so ein bisschen naiv losgegangen und dachte, man kann das so beides beobachten. Und mein Ergebnis war dann am Ende, dass ich jetzt doch eine Dissertation veröffentlichen werde, die jetzt finaler Titel hoffentlich dann die unendliche Geschichte der ostdeutschen Identität heißen wird. Okay, und was wollte ich gerade darauf fragen? Genau, also hast du es dann auch so erlebt, dass einfach mehr Ostdeutsche sich als Ossis bezeichnen und Westdeutsche halt als Deutsche? Oder wie war da so die Verteilung mit diesem Ossi-Begriff von außen, von innen? Ja, also ich habe keine repräsentative Studie gemacht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber wir kennen die Ergebnisse der Otto-Brenner-Stiftung und auch viele andere quantitativen Umfragen gerade, wo wir sehen können, dass es da einen Unterschied gibt. Aber es ist jetzt auf beiden Seiten relativ niedrige Level bei der Frage, ob man sich eher als Ostdeutsch oder eher als Deutsch oder eher als Westdeutsch oder eher als Deutsch bezeichnet. 8% im Westen, 20% im Osten. Aber bei der Frage, ob die Herkunft eine Rolle spielt, da liegt die Zustimmungswert im Ostdeutschland bei über 60%, 65% ungefähr. Also das ist relativ hoch und ist im Vergleich zum Westen bei 30% oder 25% dann relativ gering. Und das ist sozusagen für mich auch die interessantere Erkenntnis. Also für mich ist weniger interessant herauszufinden, was das jetzt genau ausmacht. Also was jetzt typisch Ostdeutsch, typisch Westdeutsch ist, weil wir tatsächlich, glaube ich, weil die Welt tatsächlich so vielfältig und so globalisiert auch und digitalisiert, auch Begriffe, die da standen, ist, dass es relativ schwierig ist, das typisch Ostdeutsche, das typische Westdeutsche auszumachen. Mir würde schon reichen, wenn man sozusagen wahrnimmt, dass die ostdeutsche Teilgesellschaft eine sehr, sehr vielfältige Gesellschaft ist, in der es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, vor und nach der Wende auch. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Punkt verloren.
Aber das ist auch ein gutes Stichwort im Allgemeinen, von wegen Ostdeutsche als vielfältig, weil das ist, glaube ich, so mein Punkt. Also ja, genau, ich bin auch Ostdeutsch, aber was mir oft so fehlt, ist so, ja, okay, was sage ich mit den ganzen Migras? Also das ist halt so dann mein Punkt, wo ich mir denke, okay, ich sehe halt oft, dass diejenigen, die halt viel dazu machen, auch Nachwendegeneration, das sind oft halt im Endeffekt weiße akademische Personen. Ich sage, okay. Und auch, wenn gefragt wird, was macht das mit Wiedervereinigung, wie ist unser Blick darauf, auch wieder so, ja, okay, es gab so viele Vertragsarbeiten, die halt in die DDR kamen, die maßgeblich daran beteiligt waren, das Land wieder aufzubauen, die ausgebeutet worden sind. Die sind auch da, die waren da, die sind immer noch da, die sind ziemlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden, dass ich mir auch denke, wenn wir über Vielfalt im Osten sprechen, dann auch über die migrantischen Perspektiven. Das ist von mir eingeworfen. Aber wir können jetzt über das Aha-Slide sprechen. Und ich würde sagen, wenn ihr das nicht so gut sehen könnt alles, kann ich auch so ein paar Sachen vorlesen. Oder vielleicht gibt es die Möglichkeit, es ein bisschen größer zu machen. Und schnappt euch euer Mikro und könnt Hand heben, wenn ihr was dazu sagen wollt. Oder ansonsten noch einfach reinsprechen. Falls euch irgendwas ins Auge fällt, wo ihr sagt, okay, das bewegt mich, das finde ich krass. Oder verstehe ich überhaupt nicht, was soll das eigentlich? Genau, können wir einfach der Reihe nachmachen oder halt, wenn ihr alles durchgelesen habt. Ich kann tatsächlich vor allem Globalisierung lesen. Genau, also ich glaube... Also das ist offensichtlich das Größte, ja. Ist das so, dass das Größte das ist, was am meisten geschrieben worden ist? Okay, ja. Da kriege ich Daumen nach oben. Also das heißt also, dass Globalisierung viel gesagt wurde, Freiheit, Klimawandel, Demokratie, Unsicherheit und Internet... Privilegien, Josi, das hattest du ja auch gesagt, dass das die Generation ausmacht. Reisefreiheit, Sorglosigkeit, vereinigtes Deutschland, Stasi-Eltern. Okay, das finde ich interessant. Die Person, die das da reingeschrieben hat, kann uns da jetzt wahrscheinlich nicht sagen, was sie damit gemeint hat. Wir wissen auch nicht, was die Demografie ist von den unter den Leuten, die halt reingeschrieben haben, aber... Ja, ich glaube schon, das, was uns eint, ist auf jeden Fall eine globalisierte Welt, wie sie meine Eltern zum Beispiel noch nicht erlebt haben. Genauso wie eine digitalisierte Generation, die wir sind, auch das, das kennen meine Eltern eigentlich so noch nicht. Und was uns ja auch irgendwie eint, ist der Kapitalismus, in dem wir ja jetzt leben, gefangen sind, wie auch immer. Welchen Werten ich vielleicht auch noch anders aufgewachsen bin, weil meine Eltern, und das ist vielleicht aber auch ein Unterschied, mir eher ja, Bescheidenheit beigebracht haben, dass Geld nicht wichtig ist, dass das eigentlich keine große Rolle spielt, weil man eh nicht viel hat und sich mit anderen Sachen zufrieden geben soll. Aber ich glaube, gerade so dieses Digitalisierungsding und dieses Vernetztsein untereinander ist schon ein wichtiger Punkt für die gesamtheitliche Generation. Da würde ich auch zustimmen, was du sagst mit so Grenzenlosigkeit oder auch hier wurde es, glaube ich, gesagt, Reisefreiheit. Ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich zumindest jetzt nicht mehr vorstellen, wie es ist, irgendwo nicht hinreisen zu können. Okay, ja, wegen Corona, aber... Genau, und ich glaube aber auch, also mich würde halt interessieren, ob die Person die Reisefreiheit oder die Person nennen, die das geschrieben haben, also ostsozialisierte Eltern haben oder westsozialisierte, weil ich glaube, dass diese Reisefreiheit nicht selbstverständlich ist. Also das wissen wir jetzt, wie du schon sagst, durch Corona wieder ein bisschen mehr. Aber ich glaube, davor war das dann schon zum Beispiel auch den ostsozialisierten Menschen, also zumindest denen, die auch ostsozialisierte Eltern haben, vielleicht noch ein bisschen mehr klar, was das für ein Privileg ist. Und ich habe interessanterweise auch bei der Frage vorhin als allererstes an die Globalisierung gedacht und Digitalisierung, weil das ist halt das, was unsere Generation prägt. Also wie auch alle Generationen nach uns sehr wahrscheinlich, es wird ja immer schneller und so weiter und so fort. Und dann das noch mit dem Kapitalismus. Ich könnte mir, also ich beschäftige mich so viel mit der ostdeutschen Generation und frage mich dann natürlich immer, was ist denn das, was uns unterscheidet? Aber nicht, das ist mir wichtig zu betonen, um zu sagen, das ist was Negatives, sondern eben um zu sagen, was sind denn die Perspektiven, die uns in dieser Einheit irgendwie bereichern könnten. Und was ich zum Beispiel festgestellt habe, weil du Kapitalismus sagtest, dass eben dadurch, dass wir die Kinder unserer Eltern sind, ich schon auch oft erlebe, dass da das Potenzial zumindest zu Kapitalismuskritik früher da ist. Also weil wenn man mit Eltern aufgewachsen ist, die halt verschiedene Systeme leben, fragt man ja vielleicht auch schneller, ist dieses System, nicht das demokratische, sondern das Wirtschaftssystem, vielleicht schon so das Beste oder ist es so, wie es ist, das Beste oder kann man da noch ein bisschen was dran drehen? Und was ich auch immer ganz interessant finde, wenn es so Studien gibt, wo es dann heißt, die Ostdeutschen seien mit dem System irgendwie unzufriedener oder mit der Demokratie unzufriedener,
Das stimmt und das ist auch teilweise ein gefährliches Potenzial, aber manchmal meint es auch einfach mit dem jetzigen Zustand der Demokratie unzufriedener. Ne? Und das kann ja zum Beispiel auch heißen, vielleicht sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen und so weiter auch einfach noch zu groß. Und ich glaube schon, also nicht, bitte alle verstehen mich hier hoffentlich nicht falsch, nicht, dass das Westdeutsche nicht haben können, kapitalismuskritisch zu sein, auf keinen Fall. Ne? Aber das ist sozusagen nochmal natürlich prägend dann von diesen Eltern, die in diesem Sozialismus irgendwie aufgewachsen sind, glaube ich, also wie du schon sagst. Ah, jetzt wird es ein bisschen rangezogen. Super, danke. Dankeschön. ja, das finde ich auch interessant zu hören, so dieses mit dem Systemumbruch, dass du gerade meintest, dass halt zumindest unsere Elterngeneration oder ja, ich will das auch nicht immer anderen, weil Daniel ja noch in der DDR geboren worden ist, so dieses, man kennt zwei verschiedene Wirtschaftssysteme zumindest. Und das ist für uns jetzt, also oder für die Nachwendigen, für die, die halt nach der Wiedervereinigung geboren worden sind und die DDR nicht mehr mitbekommen haben, ist es auch nicht normal, halt zwei Wirtschaftssysteme zu kennen. Also ich finde hier, was hier schon spannend ist, ist halt diese Sache Verdrängung der DDR und auch Stasi-Eltern. Ja. Das finde ich einfach einen spannenden Einwurf, weil man ja auch als eine These haben könnte, ich gehöre ja dieser dritten Generation Ost an, die so mal eine Zeit lang durch die Medien gegangen ist, also rein von meinem Geburtsjahr her und finde mich jetzt in dieser Situation, wieder auf einem Podium zu sitzen, wo ich der Älteste bin. so ist das. Das ist gar nicht mein Selbstverständnis. das wurde ja damals in der dritten Generation schon sozusagen angedichtet und vielleicht ist es eben doch jetzt diese Generation, die Generation, die nochmal unbedarfter nachfragen kann, wie das denn eigentlich war in der DDR, ne? Also wie war das jetzt mit der Stasi und mit der DDR und so und der Diktatur, unbedarfter nachfragen zu können und vielleicht eben auch als die Kinder der Eltern nachfragen zu können. Und das ist ja zumindest im Nachwendekinderbuch von Janis Nichelmann ja auch ein großes Thema. Können wir eigentlich fragen und reden unsere Eltern mit uns? Und ich glaube, dass es immer noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil nämlich in dieser ganzen Verteilung von Ost-West und auch in dem, was in meiner Dissertation eine große Rolle spielt, ist eine Selbstzuschreibung als Ostdeutsch immer dann als Reaktion auf die Erfahrung, wie über die DDR vor allen Dingen oder den Osten gesprochen wird, aber eben auch über die DDR. Diese jungen Ostdeutschen kennen die DDR eben tatsächlich nur noch aus dem Geschichtsunterricht oder aus der Erzählung der Eltern oder aus den medialen Beiträgen. Und das kriegen die oft nicht zusammen, weil nämlich gerade der Schulunterricht eine sehr pauschalisierende und homogenisierende Wahrnehmung von DDR hat. Da ist oft nicht viel Zeit, also konzentriert man sich auf das, was SED-Staat und Diktatur ausmacht und vergisst so ein bisschen alle anderen, vielleicht alltagsgeschichtlichen Perspektiven auch. Und das kriegen die dann oft nicht zusammen mit dem, was sie mit ihren Eltern besprechen. Und ich habe das dann die ambivalente Solidarität mit den eigenen Eltern genannt. Also sie nehmen sozusagen einerseits wahr, dass für die Eltern das eine ganz große Phase der Transformation war, diese vor allem 90er Jahre, die ja auch ganz interessant, Jana Hensel hat es mal sehr schön gesagt, ein Erleben einer Demokratisierung einer Gesellschaft mit gleichzeitigem wirtschaftlichen Abschwung einer Gesellschaft war. Also da ist Demokratie ganz stark verbunden mit wirtschaftlicher, ich würde es jetzt nicht Not nennen, aber mit einer wirtschaftlichen Transformation. Da sind sie dann eher solidarisch mit ihren Eltern, aber wenn es dann so um nostalgische Erzählungen ihrer Eltern geht, dann sagen sie auch, naja, also stopp mal, also so toll war es jetzt in der DDR nicht und nehmen da so eine Position ein. Und das könnte eine Rolle sein, die diese, vor allen Dingen diese ostdeutsche Generation Einheit, so wie sie jetzt hier benannt wurde, nochmal annehmen könnte, nochmal nachzufragen, weil was ist nämlich, und darauf wollte ich auch hinaus, was ist in diesem Ungleichverteilung der Macht über den Diskurs zu bestimmen, also die alten westdeutschen Historiker meistens, die über die DDR geforscht haben, was die sozusagen so ein bisschen verschwinden lassen haben, ist ein Diskursraum in Ostdeutschland, um darüber reden zu können. Also eigentlich müsste man mal kurz die Westdeutschen aussparen, in dem Diskurs und mal sozusagen nur unter sich reden. Platz und vielleicht kommt es so langsam. Ja, das ist interessant, dass du es sagst, weil hier ja auch jemand geschrieben hat, jetzt ist schon wieder weg, Narrative der Eltern. Also das das hat wahrscheinlich die Person, die das reingeschrieben hat, dann nochmal genau darauf angespielt oder halt wahrscheinlich auch das gemeint, was du sagtest, dass wir oder halt sind die Nachwendegeneration noch geprägt ist dadurch, was die Eltern natürlich erzählen und was sie halt da gefühlt haben. Genau, wir machen weiter mit unserer zweiten Frage und zwar, also wir haben zwar schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht jetzt nochmal in einer größeren, breiteren Form. Spielt die Ost- oder Westherkunft für die Generation Einheit eine Rolle oder noch eine Rolle?
dieses Ost oder West, das ist vielleicht besonders interessant für das Publikum, denn hier kann man nur Ost sagen, denn wir vier sind alle aus dem Osten. genau, Valerie, wir fangen wieder hier vorne an. Spielt die Ost- oder Westherkunft für die Generation Einheit noch eine Rolle? Du hast dich ja auch viel mit Ossis unterhalten. Genau, ja. ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, dass ich glaube, es spielt noch eine Rolle. Und das hat so... Oder anders angefangen, ich bin ja auf diese Reise gegangen und am Anfang haben mir so viele Leute gesagt, vor allem die Älteren, es spielt keine Rolle mehr. Und das ist erstmal total natürlich irritierend, wenn auch deine eigenen Eltern dir das irgendwie erzählen. Und dann fragst du dich, okay, kann ich jetzt dieses Thema nochmal rausholen, wenn selbst die wollen, dass es irgendwie vorbei ist. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch gleichaltrige Nachwendekinder zum Teil sagen, es spielt keine Rolle mehr. Dann haben wir uns eine Weile unterhalten und dann war es interessanterweise aber so, dass die dann Punkte aufgemacht haben, also das, was ich vorhin so schlagwortartig hier reingeworfen habe mit der Augenhöhe, die ich halt auch sehe, also die haben die Unterschiede benannt, die ich verschwinden machen möchte, aber sagen halt, Ost und West spielt gar keine Rolle. Und ich glaube, das hat halt irgendwie damit zu tun, dass da oft dieses Missverständnis herrscht, wenn wir über Ost und West reden, wollen wir halt diese Spaltung manifestieren. Ne? Also deswegen, das schicke ich gerade so voraus, um zu sagen, es ist halt nochmal nicht trennend, wenn wir über irgendwie Ost oder West reden. Aber trotzdem gibt es eben unterschiedliche Strukturen, was nicht bedeutet, dass irgendwie alle Ostdeutschen gleich sind. Das bedeutet auch nicht, dass alle Westdeutschen gleich sind. Und diese unterschiedlichen Strukturen, über die wir reden wollen, das ist beispielsweise, ich habe es vorhin schon angesprochen, eine andere wirtschaftliche Struktur. Also ob man eben mit Großunternehmen in der Nähe aufgewachsen ist und so weiter. Mit einer anderen Geschichte ist man aufgewachsen. Wir haben es gerade schon gehört, die Eltern haben halt irgendwie in zwei Systemen gelebt und die Großeltern in drei. Das prägt ja auch, wie man erzogen wird. Ja? Also Stichwort auch Frauen. Also wir sind ja alle mit arbeitenden Muttis aufgewachsen. Das ist natürlich, also das ist mir erst in den letzten Jahren noch so klar geworden, wie das ist noch ein krasser Unterschied ist, gerade so aus weiblicher Perspektive, weil ich dann immer wieder höre, auch von westdeutschen Freundinnen, die irgendwie Mütter werden, Kolleginnen, dass auch wenn die arbeiten gehen wollen oder auch arbeiten gehen und ihr Kind dann, ich weiß nicht, nach einem Jahr in die Kita bringen, dass die so eine leise Stimme im Kopf haben, die fragt, oder bist du doch eine Rabenmutter oder so. Und ich kannte dieses Rabenmutter-Konzept halt ja ganz lange überhaupt nicht, weil das so selbstverständlich ist. Und das sind so Dinge, mit denen die halt in der Struktur unterschiedlich sind, weshalb ich sage, ja, es spielt noch eine Rolle, aber was halt nicht bedeutet, dass die jetzt irgendwie die Gruppe, wie du auch schon sagtest, vereinheitlichen. Ich finde es auch gut, dass du halt sagst, es gibt so Unterschiede zwischen Ost und West, aber es gibt nicht den einen Osten und auch nicht den einen Westen, weil ich glaube, das ist das, was mich halt oft daran stört. Ich finde es total wichtig, auch über Strukturunterschiede zu sprechen, gerade auch wirtschaftliche Strukturen oder auch ja halt überhaupt gesellschaftliche Infrastruktur. Aber und deswegen finde ich es auch noch sinnvoll, so vom Osten und vom Westen zu reden, auch wenn manchmal Leute sagen, wenn du das noch so aufteilst, dann trägst du noch zu einer tieferen Spaltung hinzu. Ich manchmal denke, was ist das für ein Argument? Aber manchmal denke ich mir auch so, den einen Osten gibt es halt auch nicht. Also irgendwie so ein Dorf in Sachsen-Anhalt oder halt eine ländliche Gegend in Sachsen-Anhalt, meinetwegen ist anders als Potsdam. Oder Leipzig ist halt anders als eine ländliche Gegend in Thüringen. Und ich frage mich dann immer, wie viel Platz ist für diese Differenzierung überhaupt? Ja, ich glaube, man muss halt immer beides machen. Ne? Es muss ganz viel auf einmal passieren. Wir müssen über die Strukturen reden und dann eben über die Perspektiven, die halt natürlich innerhalb des Ostens nochmal anders sind. Also ich meine, du hast es selbst schon angesprochen, die ostmigrantischen Perspektiven kommen noch viel zu kurz. Also es ist auch im ganzen Nachwendekinderdiskurs, der gerade stattfindet, der ist halt noch total weiß geprägt und das darf sich natürlich noch viel mehr ändern. Und das ist ja aber, also wir führen ja gerade ganz, wir haben ja dieses Jahr nicht nur 30 Jahre Deutsche Einheit, wir haben ja auch dieses Jahr die Rassismusdebatte geführt, wie noch nicht so vor in Deutschland und öffentlich wie noch nie so vor in Deutschland. Und das ist ja, steht ja auch eigentlich nur dafür zu sagen, Leute, es gibt auch viele Dinge, die hier noch nicht genug gesehen werden. Ne? Und das schlägt so ein bisschen eigentlich in die ähnliche Kerbe, also einfach zu sagen, es gibt viele Perspektiven in diesem Land, die müssen irgendwie alle sichtbar werden. Und wir dürfen jetzt aber aufhören, das irgendwie als etwas Trennendes ganze Zeit anzusehen, sondern einfach nur anzunehmen, die waren ja irgendwie schon immer da und das ist ja das sogenannte Integrationsparadox, dass eben man immer denkt, wenn es mehr Streit in einer Gesellschaft gibt, dann driftet die Gesellschaft auseinander, weil mehr Perspektiven sichtbar wären, aber eigentlich stimmt das nicht, sondern es heißt einfach nur, dass die Generationen, die irgendwie nachkommen, jetzt in der Situation sind, dass sie gehört werden. Also weil nochmal auf Ost und West bezogen, die ganzen Probleme, die wir haben auf wirtschaftlicher Ebene und so weiter, die waren ja schon immer da und jetzt
kriegen es aber alle mit, weil die Leute, die das kritisieren und thematisieren, in Positionen sind, wo sie halt auch gehört werden. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es immer ein bisschen faul, wenn gesagt wird, das sind jetzt zu viele Stimmen. Ich mir denke, eine Gesellschaft muss auch, gerade eine pluralistische Gesellschaft, muss halt das echt aushalten können, mehrere Perspektiven dazu hören und halt auch gerade, was du meintest mit, dass die Nachwendegeneration viele Perspektiven auch vor allem weiß sind. Das ist halt, kann ich auch aus meiner Perspektive sagen, ich bin Nachwendegeneration und ich bin migrantisch, dass ich mir auch oft denke, ja, okay, ich weiß, dass ich ostdeutsch bin, aber diese Sachen, die spielen für mich manchmal gar nicht so eine große Rolle, wenn ich halt gefragt worden bin, so, wie gehst du denn damit um mit so Ossi-Klischees? Und ich denke, Ossi-Klischees spielen, ich weiß, dass sie da sind, die spielen überhaupt nicht so eine große Rolle in meinem Leben. Ich habe halt mit Rassismus zu kämpfen, so. Und dass sich da natürlich dann Perspektiven auch verschieben. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade erst so an einem Anfangspunkt sind, wo wir nach einer Generation sprechen und egal wie viel das in den Diskurs kommt, da muss man auch einsehen, es gibt da ganz verschiedene Perspektiven auch, das stimmt. Das ist auch, da gibt es eine Pluralität dran, also wieder Generation Vielfalt. Genau. Josi, was würdest du sagen? Spielt Ostherkunft noch eine Rolle? Du hast auch selbst gesagt, zu viel durchs Land gereist bist, ist dir das ab und zu mal klar geworden? Vielleicht magst du davon was erzählen. Also ich habe wirklich auch lange gedacht, dass es für mich keine Rolle spielt, weil es mir auch so beigebracht wurde. Ne? Wir sind jetzt ein einheitliches Deutschland und so Unterschiede wurden mir im Osten immer gar nicht so aufgezeigt. Also es ist jetzt selten, dass man gesagt hat, oh guck mal, die Wessis da drüben. So, das ist mir eigentlich gar nicht so oft begegnet. Und dadurch, dass ich so sehr, sehr viel gereist bin, eigentlich seit ich so 15, 16 bin, habe ich da wirklich wenig Erfahrung mitgemacht, weil ich war ja dort immer so als Künstlerin unterwegs und nicht als Ossi. Und es gab wirklich wenige Momente, dass Leute mich danach gefragt haben. Aber was vorgekommen ist, ist, dass mich dann Booker oder Leute aus dem Westen so darauf angesprochen haben, dass ich gut Deutsch spreche, also gutes Hochdeutsch, weil man vermutet hat, ja, wenn da jetzt jemand aus dem Osten kommt, ich würde dann halt super krass sächseln zum Beispiel. Das habe ich mir tatsächlich aber auch abgewöhnt, weil ich wollte da auch gar nicht so krass wechseln und ich wollte auch nicht so auffallen irgendwie durch meinen Akzent. Deshalb habe ich eigentlich, seit ich Musik gemacht habe, mir das so ein bisschen abtrainiert auch. Aber genau, also umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr glaube ich schon, dass es eigentlich noch eine Rolle spielt und dass wir noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo Ost und West total gleichberechtigt sind, sei es jetzt auch in Gagen oder in Zahlungen verschiedenste Berufe. Genau. Aber ich finde auch spannend, was du in dem Buch gesagt hast, was du jetzt auch gesagt hast, dass man Probleme ansprechen muss, damit es irgendwann ein Wir gibt, worauf wir ja in unserer Generation drauf hinarbeiten, genau durch solche Gespräche und dass die Kinder, die wir bekommen, vielleicht noch weniger in diesem Ost- und West-Denken drinstecken. So, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja, da stimme ich auch zu, weil in 10 Jahren, genau, dann ist wieder Vereinigung 40 Jahre, also genauso lang, wie es die DDR halt gab. Und dann meinte auch mal jemand so, glaube ich, die offene Frage gestellt, meinst du, das wird dann immer noch eine Rolle spielen, 40 Jahre danach, das ist genauso lang, wie die DDR existiert. Und ich dachte so, ja, das wird auch da noch eine Rolle spielen, also egal, ob diese Zahl mit 40. Aber ich stimme auch hinzu, dass wir natürlich wahrscheinlich wollen, dass die Generation nach uns dann wieder, dass das dann sich da zumindest ein bisschen der Diskurs auch verändert hat, vielleicht zu einem guten, zu einem Miteinander, ja. Dann, was würdest du sagen? Darf ich dir kurz einhaken? Wobei ich auch mittlerweile bei dem Punkt bin, also weil ich dachte am Anfang, wir müssen jetzt diese Unterschiede benennen, damit sie irgendwann verschwinden. Und jetzt denke ich mir aber mittlerweile, warum eigentlich? Also mittlerweile denke ich eher, ich kann auch Ossi sein in einem wiedervereinigten Land. Also sozusagen auf struktureller Ebene muss die Augenhöhe hergestellt werden, aber quasi, dass wir natürlich davon geprägt sind, dass dieser Landesteil 40 Jahre lang ein anderer Staat war und der auch die Nachwendezeit komplett diametral anders verlaufen ist. Und der sozusagen diesen Erfahrungs- und Sozialisationsraum Ost geprägt hat und uns geprägt hat, das finde ich, kann ja eigentlich auch bleiben mittlerweile. Und ich glaube, dass die Leute immer sagen, also ich ja auch ganz lange dachte, Hauptsache spielt irgendwann gar keine Rolle mehr, liegt daran, dass vor 30 Jahren gesagt wurde, wir gehen jetzt in eine Einheit und dann wird es irgendwann keine Rolle mehr spielen. Ne? Und aber ich finde gerade bei uns Generation Einheit, wenn wir es jetzt so nennen, ist ja die Einheit so selbstverständlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe diese Unterschiede, aber ich würde halt nicht ich habe nicht eine Sekunde gedacht, dass ich nicht, weiß ich nicht, in einer Einheit bin mit meiner ältesten Freundin in Stuttgart oder so, ne? Also, sondern sie ist trotzdem bei aller Unterschiedlichkeit irgendwie was Selbstverständliches.
Ja, also ich glaube, totale deutsche Einheit, das müsste halt in ja, den Strukturen, was wir immer wieder angesprochen haben, auch wirtschaftlich mit den Gehältern, das müsste da halt herrschen. Aber natürlich kann man halt trotzdem wie so ein, also ich weiß nicht, ob das genau vergleichbar ist, aber Leute in Norddeutschland haben ja auch sowieso norddeutsche Identität, vielleicht eher sowas, dass das funktioniert, aber man auf jeden Fall Einheit in Sachen Chancen und Struktur haben sollte, das. Ich möchte noch eine Sache auch dazu sagen. Ich glaube zum Beispiel jetzt in meiner Arbeit als DJ oder Musikerin ist es ein geringerer Unterschied, ob ich jetzt in Leipzig oder Köln spiele, als ob ich jetzt in Leipzig oder auf einem super kleinen Dorf im Osten oder wahrscheinlich auch Westen spiele. Also da sind manchmal die Unterschiede noch größer, sodass der ländliche Raum sich total abgehangen fühlt im Osten. Kann ich halt teilweise auch nachvollziehen, wenn du keine Kultur hast, wenn du nicht mal einen Bus hast, der dich da irgendwie früh abholt. Deshalb sind die Städte durch ja, Vernetzung und auch Globalisierung und Austausch und ja auch schnelle Verbindungen zwischendurch halt gar nicht mehr so getrennt voneinander, wie es vielleicht auch vor allem direkt nach der Wende war. Also so begegnet mir das jetzt zumindest. Da würde ich total zustimmen. Und das meinte ich ja auch mit, man kann nicht sagen, es gibt diesen einen Osten, weil ja, in einem Wohngebiet in Westdeutschland, wo Leute halt super prekär leben, wo es halt kaum Strukturen da gibt, das ist halt auch problematisch im Endeffekt. Also man kann nicht nur sagen, nur der Osten ist alles grau und im Westen funktioniert alles gut. Armut gibt es auch in ganz Deutschland halt. Und es gibt nicht nur den einen armen Osten und dann halt wohlhabende Wessis. Da würde ich auch total zustimmen. Aber Daniel, was würdest du sagen? Inwiefern spielt Herkunft eine Rolle? Also genau, das habe ich ja schon gesagt, dass Herkunft eine Rolle spielt. Ich finde, bei dieser Diskussion um Einheit, finde ich, müssen wir ganz viel aufpassen, über welche Einheit wir sprechen. Und meine Kollegin Sandra Matthäus hat das mal in der Einleitung, die ich zusammen mit ihr geschrieben habe, sehr schön eigentlich auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, es gibt diese Forschung davon, dass politische Einheit gleichzeitig kulturelle Einheit bedeuten muss. Die ist in Deutschland irgendwie immer noch sehr stark. Da verändert sich was, aber die ist immer noch sehr stark. Aber es muss ja gar nicht so sein. Also es ist überhaupt gar nicht problematisch, sich als Ostdeutsch zu sehen. Und es ist auch, also ich finde es auch überraschend sozusagen, wenn jemand ein Buch schreibt über das Ostbewusstsein und dann sozusagen darauf irgendwie komisch reagiert wird oder so, weil das ist wie man als wer man sich fühlt, wo man sich zugehörig fühlt, ist eine Entscheidung, die man selbst trifft so. Und ich glaube, dass eben auch diese ganze Frage von kultureller Einheit ein wirkliches Problem dann ist, wenn wir sozusagen immer glauben, es ist dann einheitlich, wenn wir alle irgendwie gleich sind, weil wir dann in so eine Leitkulturdebatte kommen, die Friedrich Merz, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mal mitgeprägt hat. Man dachte so, die ist eigentlich 20 Jahre alt, diese Debatte, und die kommt nie wieder. So wird man auch getäuscht oft. Aber in so eine Debatte dürfen wir gar nicht kommen. Also wenn wir mit Einheit glauben, wir meinen, dass irgendwann wir nicht mehr über Ost-West reden müssen, erst dann ist es vereinheitlicht, dann ist es Quatsch. Aber auch bei dieser politischen Einheit geht es natürlich um so Fragen von Demokratie. Haben wir ja gerade ein sehr flammendes Plädoyer gehört für demokratische Werte, wurde auf den Tisch gehauen, sehr gut, 18 Jahre alt und setzt sich dafür ein, das ist wunderbar. Das muss klar sein. Also es muss eine politische Einheit geben, also es muss sozusagen gleiche Teilhabechancen für alle geben, es muss ein demokratisches System geben, in dem alle Leute sozusagen mitbestimmen und partizipieren können. Und dann gibt es ja sozusagen noch einen dritten Aspekt von Einheit, und da bin ich tatsächlich auch manchmal so gerade mit mir selber in so einem Aushandlungsprozess, nämlich gerade bei dieser wirtschaftlichen Einheit. Also ob das wirklich so sinnvoll ist, das als Ziel anzusehen, dass das vereinheitlicht werden muss. Dafür müsste es vielleicht vorher nochmal einen Diskurs darüber geben, was wir eigentlich, was wir für ein Wirtschaftssystem brauchen. Weil zurzeit wird ja im Bericht zum Stand der deutschen Einheit, wird ja immer gemessen, wie weit die ostdeutschen Bundesländer denn jetzt noch weg sind vom westdeutschen Niveau. Und in Zeiten von Klimawandel, das war auch ein Begriff, der vor einer Zeit lang ziemlich groß war, müssen wir uns tatsächlich fragen, ob auch das Ziel sein muss, ja, darf. Also ob sozusagen das Ziel ist, die 100% des westdeutschen Standards zu erreichen, oder ob wir sozusagen auch darauf einigen könnten, dass wir mal runterfahren. Ja, also wir müssen so ein bisschen, wenn wir über fragen, wann ist denn die Einheit endlich hergestellt, uns erstmal fragen, was wir überhaupt meinen mit Einheit. Und dann geht es immer, also jetzt wiederhole ich mich, ganz klar darum, wen wir eigentlich daran beteiligen. Und nochmal eine Zahl auch bei diesen wirtschaftlichen Unterschieden deutlich zu machen. Also wenn wir dann sozusagen viel über Ost-West reden, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, dann gibt es immer so eine Forschung davon, wir reden über die Ostdeutschen, über die Westdeutschen. Und die sind wirtschaftlich stark ungleich verteilt. Also Westdeutsche haben
ein Vermögen von so 100.000 Euro im Schnitt und Ostdeutsche haben im Schnitt ein Vermögen von 25.000 Euro. Also da gibt es noch einen großen Unterschied. Menschen mit ausländischem Pass haben 15.000 Euro. Also sie sind sozusagen nochmal ganz anders ausgeschlossen aus ganz vielen Prozessen und die müssen natürlich auch rein. Aber wenn das jetzt wieder bedeuten sollte, dass die alle erstmal deutsch werden müssen, um dann Anteil an der politischen Einheit haben zu können, dann haben wir die falsche Diskussion eigentlich, die wir führen. Und vielleicht noch einen Aspekt, um nochmal klar zu machen, warum Herkunft so eine große Rolle spielt. 85% aller Ostdeutschen hatten 1993 nicht mehr den gleichen Job wie 1990. Und das ist eine kollektive Erfahrung. So. Und das prägt natürlich deren Eltern. So. Ja. Ihren Kinder, Entschuldigung. Ja. Guter Aspekt mit, was wollen wir halt in Einheit, also wollen wir, dass dann alle deutsch-deutsch sind, ist auch wieder eine Perspektive, wo ich mir, also auch wenn ich mich so frage, so spielt Ost-West-Herkunft eine Rolle, wo ich mir denke, für mich spielt es eine Rolle, ob ich migrantisch bin oder nicht, halt in Sachen Zugang vor allem. Dann macht es vielleicht aber einen Unterschied, ob man im thüringischen, ostdeutschen Provinz mit Migrationshintergrund aufwächst oder halt im Ruhrgebiet. Ne? Genau, also auch da kann Ost-West wieder ein Thema sein. Genau, also es ist nicht so, dass es halt nie eine Rolle spielt, aber dann sind halt manchmal noch andere Positionen vorgelagert oder andere Faktoren. Und ich finde es auch interessant, was du gerade sagtest mit, wir müssen ja nicht so ein Deutsch halt sein, weil das ist ja auch ein Punkt. In den 90er Jahren ist dann halt die Wiedervereinigung zu einem starken Nationalismus geführt hat. Das darf man auch nicht so unter den Teppich kehren. Und ich war am Wochenende bei einer Konferenz von den Migrantenorganisationen im Osten und die hatten halt auch so eine Umfrage, ne, von wegen, fühlst du dich deutsch, ostdeutsch oder migrantisch? Und 40% stimmten ab, ich fühle mich migrantisch. Und da meinte der eine, der hat das so problematisiert, meinte, wie können wir das denn ändern? Ich so, warum sollte man das denn ändern? Also es ist halt, einerseits sollte es halt so parallel nebeneinander herrschen dürfen, wenn du auch sagst, genau, deutsch und aber auch, ich fühle mich deutsch und ostdeutsch. Und gleichzeitig so wie sie, ja, wir müssen alle deutsch sein, es muss diese eine deutsche Identität geben. Mein persönlicher Standpunkt ist da auch, okay, strebe ich gar nicht an. Ja. Okay, was sagt das Aha-Slide? Das ist sehr blurry, aber ich würde sagen, dass 70% sagen, ja, es spielt eine Rolle, 12% nein. Das müsste ich das mal ausrechnen, der Rest sagt unentschlossen. Nee, oder? Das haut so gar nicht hin. 18%. 18% sagen unentschlossen. Entschuldigung, du hast jetzt so allein gerechnet. Nee, alles gut. Ja, ich dachte so, 100 minus 70 minus 12. Ja, aber okay. Ich finde es auch jetzt nicht überraschend, dass halt so ein Fünftel sagt unentschlossen, also 18 fast. Ein Fünftel sagt unentschlossen. Ist ja spannend. Es sind nur 30 Leute, die hier mitmachen und trotzdem ist es ähnlich zu den repräsentativen Ergebnissen, zumindest für Ostdeutsche. Aber sind es 32 oder sind es 50? 50, die mitmachen. Aber ich meine, es sind natürlich auch Leute, die sich auch schon ein bisschen, muss man vielleicht noch so in Klammern sagen, für das Thema wahrscheinlich so ein bisschen interessieren. Interessieren, ja, das stimmt auch wieder. Die jetzt sagen, spielt gar keine Rolle mehr. Ja. Würde mich interessieren, genau, was hat euch hierher gebracht? Es hat sich was ein bisschen verändert. Jetzt sind die Zahlen ein bisschen krummer geworden. Okay. 17, 13. Jetzt fühlen sie sich beobachtet. Also, doch, spielt eine Rolle, wenn Valerie das sagt. Ja. Nee, aber letztendlich ist ja auch, ne, also jetzt wird nach Ost- und West-Herkunft gefragt, da reden wir viel, du bringst die migrantische Herkunft noch mit ein. Letztendlich ist es ja so, wir können auch über Frauen und Männer reden, wir können darüber reden, keine Ahnung, ob wir eine Behinderung haben oder nicht. Es gibt ja, wie alles spielt immer eine Rolle. Oder, also, ne, wir sind, natürlich prägt uns, wie, wo wir herkommen, von wem wir kommen und wie wir aufwachsen. So. Und die Frage ist immer, also um das nochmal zu unterstreichen, was ihr jetzt auch beide ja schon gesagt habt, also es ist ja, keiner will ja auch bei anderen Punkten irgendwie die Verschiedenheit irgendwie uns absprechen, sondern das ist ja total bereichernd und es ist halt immer dann kritisch, wenn es eben, um es nochmal zu sagen, um diese Machtfragen geht, ne? Und dann wollen halt einfach auch einige Leute eben dann diese Vereinheitlichung haben, die in der Gruppe sind, die halt irgendwie noch benachteiligt sind und deswegen fand ich es voll gut, was du jetzt mit der Einheit gesagt hast, um das so auseinanderzuziehen, um halt klarzumachen, nee, wir wollen alle gar nicht gleich sein, aber es geht darum, um diese gleiche Machtverteilung. Ja, ja, finde ich aber halt auch gut, dass Daniel eben meinte mit diesen es gibt Leute, die sagen, wir wollen auch einen Platz am Tisch. Dann gibt es Leute, die sagen, der Tisch, wie er gerade ist, vielleicht wollen wir den Tisch auch abschaffen im Endeffekt. Also von wegen, wollen wir das halt so gerade das wirtschaftliche System hinsichtlich
Klimawandel meintest du ja, war zum Beispiel ein Faktor oder halt, ja, was ist daran strebsam und was nicht, aber ich, also meine persönliche Meinung, ich gehe auch damit halt mit, ist total dieses, okay, es gibt immer noch wirtschaftliche Ungleichheiten in Strukturen, da muss sich ja was verändern. Ja. Okay, unsere dritte Frage, die ist ziemlich offen, an euch, an das Publikum, welche Generationsbezeichnung für die nach 1989 Geborenen würdest du wählen? Haben wir auch schon so ein bisschen uns rangetastet, aber jetzt auch gerne noch mal ein bisschen ausführlicher. Valerie. Ich würde Nachwendekinder sagen, wie es zufällig im Untertitel meines Buches steht und deswegen wahrscheinlich jetzt wenig überraschend ist. Ich könnte auch sagen ostbewusste Menschen. Nein. Ja, Nachwendekinder, und das kommt einfach, ich wusste tatsächlich es auch nicht so richtig, als ich die Buchrecherche angefangen habe. Oh, jetzt habe ich da nicht hingucken. Junge Leute. Junge Leute. Einies. Die sind ja gerade im schlechten, haben ja gerade einen schlechten Ruf. Nee, aber ich habe halt auf jeden Fall Nachwendekinder gesagt, weil, oder anders angefangen, um mal eine kleine Anekdote zu erzählen, auf meinem Exposé stand Wendekinder, weil ich dachte, naja, ich bin um die Zeit der Wende geboren, dann bin ich ja ein Wendekind und mein Verlag fand es auch super, mein westdeutscher Verlag. Und dann habe ich mal angefangen zu lesen und habe gemerkt, dass das ein etablierter Begriff schon von dieser dritten Generation Ost ist. Das ist einfach feststehend, haben sie sich mal, ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, ehrlich gesagt. Etabliert, glaube ich, war das auch nicht. Hä? Etabliert, glaube ich, ist das auch nicht. Es gibt ein Buch von Schulze und Meyer, glaube ich, heißen die, die hatten mal ein Buch über die Wendegeneration, das waren die, die 89 geboren sind. Also, ja. Konjunkturen kommen und gehen bei den Begriffen. Ja. Okay. Ja, und aber darauf aufbauend habe ich dann das Nachwendekinder genannt. Ich glaube, ich kam dann sogar auf deine wissenschaftliche Studie schon und du hast es dann so genannt und dann habe ich es nachgemacht. Dann gab es noch Johannes Nichemann, der hat es auch so genannt. Und dann so Begriffsinfluencer auf der Bühne. Und so kam das dann. Und es macht eben natürlich auch irgendwie Sinn. Wir sind eben diejenigen, die in der Nachwendezeit irgendwie geprägt wurden. Deswegen kann ich die auch sehr gut annehmen. Ja. Ja, Josi, was würdest du sagen? Ich weiß ja, in dem einen Interview oder in dem Beitrag hast du ja eher so von Millennials zum Beispiel gesprochen. Genau. Also ich habe mich zumindest selber nie als Nachwendekind bezeichnet. Ich bin 89 geboren, also wäre ich dann wahrscheinlich Wendekind. Aber ich habe das nie über mich gesagt, genauso wie ich mich eigentlich nie irgendwo als Ostdeutscher vorgestellt habe oder so. Aber ich bin halt großer Leipzig-Fan. Also ich würde mich immer eher als Leipzigerin lesen als jetzt als Ossi. Genau, aber ich habe mich eher so mit der digitalisierten Generation Millennials identifiziert. Ja, ich glaube, so geht es mir auch. Also auch, ich bin trotzdem auch ein Nachwendekind, klar, aber halt so dieses, sind wir wieder bei Thema Grenzenlos, Globalisierung, dass wir die Generation Y sind, die Millennials. Ja. Naja, irgendwann sitzen wir vielleicht auch in 30 Jahren, wir sind die Generation Corona. Also vor allem diese jungen Leute, von denen da gesprochen wird. Aber und das dann müssen die sich fragen, was hat sie eigentlich, was ist die einheitliche Erfahrung dieser Zeit gewesen? Aber das machen ja gerade schon alle durch, oder? Also würde das Sinn ergeben, weil es sind ja die verschiedensten Altersstrukturen, die Corona gerade durchmachen. Ja, und gleichzeitig auch wieder unterschiedlich, ne? Also ich, das ist ja schon, ich glaube, die Erfahrungsräume sind schon sehr unterschiedlich, ob man jetzt. Ja, habe ich gerade gleich gesagt? Nee, ich meine unterschiedliche Altersstrukturen. Ja, genau. Genau. Okay, dann sind wir uns einig. Ja, sorry, genau. Also deswegen, das ist ja nicht ein Jahrgang in Corona, sondern wir alle in den verschiedensten Jahrgängen machen ja gerade die Corona-Pandemie durch. Aber welche Generationsbezeichnung würdest du denn sagen? Also, obwohl du hast am Anfang gesagt, Generation Vielfalt vielleicht, ist das was, wo du mit dabei bleiben möchtest? Da ich ja als Soziologe immer noch kritisch bin mit dem Generationenbegriff, obwohl ich ihn in meiner Dissertation verwendet habe und dann auch wieder gestrichen habe und hin und her und so. Genauso wie es mit Identität, also das sind alles so Begriffe, die ziemlich schwierig sind. Ich fand hier eins sehr gut, warum in Generationen denken. Edgy. Das ist natürlich, genau, ist man einfach sozusagen erstmal gegen alles. sonst finde ich tatsächlich, aber gut, dafür, also da bin ich jetzt ein bisschen schuld dran. Ich finde, also es macht schon Sinn, Nachwendekinder zu sagen, weil sozusagen man hat seine Kindheit nach der Wende erlebt. Wendekinder zu sagen, weil man seine Kindheit während der Wende erlebt hat. Oder friedliche Revolution oder Wiedervereinigung, wie auch immer. Also das macht schon Sinn als Begriff. Und es ist ja so, dass das soziologische Generationenkonzept davon ausgeht, dass vor allen Dingen das Alter zwischen 17 und 19 Jahren das entscheidende Alter ist. Also wenn es da ein prägendes Erlebnis gab, dann
Genau, dann macht es was aus, was dann ja wiederum möglicherweise der 11. September 2001 hätte sein können. Der 11. September 2001 hätte dann Generationen prägend sein können. Ich glaube auch, dass das prägend aber das ist. Ist interessanterweise gar nicht so der Fall. Also das sozusagen diese Erinnerung ist irgendwie nicht so prägend wie anscheinend zum Beispiel eine Ost-West-Diskussion. Das ist eine interessante Beobachtung einfach. So. Und was mich so bei diesen, also bei den dritte Generation Ostleuten und jetzt auch nochmal bei den Nachwendekindern, was ich auch nochmal spannend finde, ist, dass man so beobachten kann, dass es immer ein bestimmtes Alter gibt, in dem man sich damit nochmal beschäftigt. Und das scheint immer so Ende 20, Anfang 30 zu sein. Das scheint so ein Alter zu sein, in dem man nochmal anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wo man herkommt. Also wo man herkommt im Sinne von wo, also Familie, Ort, all dies. Und dann denkt man nochmal darüber nach. Also das wird es sozusagen vielleicht in 5 Jahren wieder eine neue Generation geben, die dann nochmal was Neues feststellt, was sie irgendwie unterscheidet oder gleich macht oder sie damit irgendwas beschäftigen lässt. Ganz kurz, bevor wir dann zu den offenen Fragen weitergehen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein paar Leute, die im Publikum haben, vielleicht auch zu Hause gibt, die sich denken, es haben Valerie, aber auch Daniel immer mal von dritte Generation ausgesprochen. Könntet ihr oder das noch mal ganz kurz erklären, was das sein soll? Ich? Go for it. Das ist, ich meine, es ist eigentlich eine interessante Beobachtung und ich mache mir vielleicht jetzt auch ein paar Entfreundungen damit, wenn ich das so darstelle. Also in meiner Wahrnehmung war das etwas, was so im Jahr 2009, 2010 eben losging, wo so Leute, die so Ende 20, Anfang 30 waren, sich nochmal damit auseinandergesetzt haben, was ihre eigene ostdeutsche Herkunft eigentlich mit ihnen macht. Das waren so Leute, die saßen hier in Berlin und haben sich darüber Gedanken gemacht und haben dann diesen Begriff dritte Generation Ost geprägt und haben das definiert damals als eine Gruppe, die zwischen 1973 und 1984 in der DDR geboren ist, aber es war offen auch, es durften auch Leute dabei sein, die im Westen geboren sind. Da gab es dann diese eine schöne Geschichte von Stephanie Maywald, das hat sie auch im Buch dann veröffentlicht, die dann von Frankfurt am Main nach Frankfurt an der Oder gezogen ist und eine Taschenlampe mitbekommen hat, weil es doch im Osten so dunkel ist. Das ist eine Geschichte, die dann sehr, sehr oft vorgelesen wurde. Genau, und die hatten damals eben die These vor allen Dingen, dass die jetzt, die sind mit der Transformationskompetenz. Also sie haben halt in ihrem Leben diese Transformation, also dieses Erlebnis 1989 als Kinder gemacht und das prägt sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise und lässt sie eben auch mit ihren Eltern auf eine ganz bestimmte Weise reden. Und was dann sozusagen am Ende so ein bisschen übrig geblieben ist, ist jetzt gerade diese Frage, ja, und wie kommen die jetzt eigentlich in die repräsentativen Positionen und das funktioniert ja auch ganz gut. Manuela Schwesig beispielsweise gehört genau dieser Generation an, okay. Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Vielen Dank nochmal, dass du uns den Begriff erklärt hast. Wir haben jetzt wieder so ein paar Begriffe. Josi, von dir würde ich gerne wissen, okay, was sticht dir ins Auge, was denkst du, stimme ich zu oder was löst Fragezeichen bei dir aus? Kannst du alles lesen? Halbwegs, ja. Also ich würde, ja, keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall junge Leute. Ja. Ich sehe hier, warum eine Bezeichnung? Genau, warum eine Bezeichnung? Ja, ist die Frage. Ich glaube, wie du schon meintest, man hat halt irgendwann den Punkt, wo man so ein bisschen auf so einer Identitätssuche ist. Und da macht es, glaube ich, Sinn, sich in diesem Zeitraum auch mit Leuten zu vergleichen, die das Gleiche erlebt haben oder im gleichen Alter sind, einfach auch für eine Identifikationsfindung für einen selbst. Deshalb finde ich das okay, dass man das irgendwie benennen will. Genau, ich habe schon eins rausgesucht. Ja, genau. Also ich meine, wir haben jetzt noch so einen ganz kleinen Zeitraum. Ich frage eher an die, oder? Ellie, willst du was sagen? Ja, noch kleiner Gedanke dazu. Mir ist jetzt ein Buch in die Hände gefallen, Umbruch 89, von das ist ziemlich von Peggy Piesche. Ja. Genau, ich war leider sehr geschockt. Da sind wir wieder beim Stichwort Stimmenvielfalt. Labor 89. Achso, Entschuldigung, genau. Vielen Dank. Das kam ja im Frühjahr schon raus. Ich habe jetzt erst davon mitbekommen, also Stichwort fehlende Stimmendominanz und ja. Habe jetzt erst angefangen, es zu lesen und Peggy Piesche sagt im Vorwort, dass, also es geht um intersektionale Erinnerungskultur darin und es sind Porträts von eben nicht nur weißen, sondern eben migrantischen, ostdeutschen, feministischen Stimmen auf die Umbruchszeit und sie sagt eben im Vorwort, und das fand ich so einleuchtend,
und so treffend nochmal formuliert, dass es natürlich total empowernd ist, sich in einer kollektiven Erfahrung wiederzufinden. Und das ist, also sie hat das sehr gut benannt, was ich irgendwie zum Beispiel jetzt auch meinen Lesungen schon erfahre, wenn ich damit unterwegs bin, dass so ostdeutsche Nachwendekinder zu mir kommen und halt sagen, danke, dass du es mal gesagt hast und danke und ich habe mich auch komisch gefühlt und ja, so, genau so ist es. Ne? Und es ist dieses zu wissen, es ist nicht nur was Persönliches, sondern es ist eine kollektive Erfahrung und das spricht ganz banal formuliert auch Mut zu, ne? Also das spricht ja Mut zu sagen, also das halt auch irgendwie zu thematisieren und zu sagen, ich setze mich auf ein Podium oder ich streite in irgendwie einer Gruppe dafür oder ich und so weiter, ne? Und ja, also dieses empowernde Moment wollte ich nur noch mal herausstellen. Genau, aber da auch wieder zum Thema Labor 89, Migrantenstimmen, Stimmenvielfalt. Ich glaube, dass halt verschiedene Identitätsgruppen dann gibt oder verschiedene Kollektive auf jeden Fall. Oder dass man auch sagen kann, nur wenn man vielleicht in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt geboren ist, dass es dann viele oder für einige dann trotzdem sagt, okay, ich bin zwar, aber ich identifiziere mich trotzdem nicht mit XYZ. Genau, für alle im Publikum nochmal oder auch zu Hause, Peggy Piesche ist eine afrodeutsche Soziologin. Ja. Wissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, ganz genau. Genau, wir sind so ein bisschen am Ende. Wird die Technik fragen, ist noch Zeit für eine oder zwei Fragen aus dem Publikum? Ja, eine halbe? Okay, eine Frage haben wir dann noch. Und wenn keine da ist, dann nicht. Also könnten wir vielleicht schauen, ob wir eine Frage haben, genau, ans Panel. Mhm. Genau, also es wurde auch im Chat ganz viel über das diskutiert, was ihr genau auch diskutiert habt, also ökonomische Repräsentation, Vielfalt, genau. Und was jetzt aber auch noch kam, was ich ganz spannend fand, an euch PodiumsteilnehmerInnen, inwieweit ihr denn mit eurer Familie über deren Erfahrungen in der DDR und über deren Leben in der DDR redet. Okay, dann würde ich sagen, dass wir vielleicht nochmal jede Person ein, zwei Sätze dazu sagt, dann sind wir am Ende der Zeit und dann haben wir aber trotzdem vielleicht wenigstens eine Frage beantworten können. Wir machen es so von innen nach außen. Josi. Also ich habe mit meinen Eltern mehr oder weniger beiläufig darüber gesprochen, aber jetzt in Bezug auf dieses Panel noch mal mehr. Ich habe da noch mal nachgehakt, deshalb vielen Dank für die Einladung. Mir hat das sowieso schon was gebracht, mich noch mal intensiver mit dem Thema auch zu beschäftigen. Ja, und ich kann eigentlich nur dazu sagen, dass das meine Mutter im Speziellen immer gesagt hat, dass es ihr auch gut ging. Und sie hatte halt viele Geschwister, alle waren irgendwie gleich. Es gab keinen, der groß bevorzugt wurde. Und dass ihr das an dem Konstrukt oder an der DDR halt auch gefallen hat. Natürlich würde sie sich das nicht zurückwünschen, aber ich bin eher mit einem positiven Gefühl, dass es ihr dort nicht schlecht ging, aus den Erzählungen rausgegangen. Ja. Okay, danke. Daniel, deine zwei Sätze zum Thema, wie spreche ich mit meiner Familie drüber? Oh ja, jetzt wird der Soziologe gebeten, sich kurz zu halten. Auf jeden. Ich würde nicht mit meinen Eltern reden, sondern mit meiner Omi. Und ich fand das Erlebnis mal tatsächlich sehr, die war Kindergartenerzieherin in der DDR und erzählte von dieser Situation, als die westdeutsche junge Kita-Erzieherin kam und dann sagte, so und so müsst ihr das jetzt machen. Und ich habe da so gleich zwei Seiten bei mir erlebt, weil nämlich einerseits war ich sehr, sehr froh, dass da jemand kam, weil so wie meine Omi Kinder erzogen hat, so sollten Kinder nicht erzogen werden. Also so, die hat dieses Erziehungssystem der DDR wirklich verinnerlicht und so hätte es nicht sein sollen. Und gleichzeitig konnte ich sie sehr gut verstehen, wie sie sich gefühlt hat, dass sie da 40 Jahre lang einen Job macht, in dem sie ausgebildet ist. Und dann kommt jemand und sagt, so, und jetzt alles anders, war alles falsch. Und das war so ein Aha-Erlebnis für mich, wie kompliziert diese Geschichte eigentlich ist. Danke, also auch mit nicht nur mit der Elterngeneration, sondern mit der Großelterngeneration, die Auseinandersetzung. Valerie. Ich habe ganz lange nicht darüber geredet, aber nicht bewusst, weil ich weil es dann Schweigen gab oder so, sondern weil es nicht Thema war und man ja nicht darüber nachdenkt, dass es die Eltern schon vor einem selbst gab. Und dann eben, als ich nachdem ich in München gelebt habe und gemerkt habe, dort ist DDR nur alles, was, also lässt sich DDR reduzieren auf Stasi und Widerstand, habe ich gemerkt, irgendwie passen meine Eltern nicht in diese Geschichte und da habe ich angefangen nachzufragen, auch für das Buch. Und jetzt ist es nicht so, dass wir uns wie für das Buch am Anfang hinsetzen und sagen, jetzt reden wir über die DDR. Jetzt wird sie mehr und mehr selbstverständlicher Teil. Das finde ich ganz interessant. Also sowohl bei meiner Familie, bei meinen Eltern als auch bei meinen Großeltern. Und ich glaube, wenn man halt einmal gespiegelt hat, mich interessiert das. Und ich habe jetzt nicht sofort vor, in irgendeine Verurteilung zu gehen. Also
Das gab es auch, das können wir jetzt aber nicht aufmachen, das passt. Also dieses kritische Fragen muss natürlich auch sein, also so ein Stück weit. Aber jetzt so, dass ihr normales Leben in der DDR, was es ja auch gab, in diesen politischen, in dieser Diktatur, mehr selbstverständlich Raum einem nimmt im Familienleben. Und das ist irgendwie eine Entwicklung, die ich auch schätze. Das ist eigentlich auch eine gute Entwicklung. Das Eis ist gebrochen, wenn man darüber sprechen will. Ich werfe jetzt noch die migrantische Perspektive rein, die VertragsarbeiterInnen-Perspektive, denn das ist mir persönlich ziemlich wichtig, denn Wende bedeutet ja auch Umbruch in vielen Biografien. Wir haben hier schon teilweise über Arbeitslosigkeit gesprochen und das traf natürlich auch auf die Vertragsarbeitenden zu. Also die sind in die DDR gekommen, größtenteils halt ausgebeutet worden aus Bruderländern wie Mosambik, Angola, Vietnam, Kuba, und dann waren die Verträge ausgelaufen zur Wiedervereinigung und es hieß halt 3000 D-Mark abgeschoben werden sozusagen, also hier geht. Und die Möglichkeit zu bleiben war wirklich kompliziert und viele Vietnamesen, die wollten auch nicht unbedingt, also einige sind zurückgegangen, viele aber nicht, aber die einzige Möglichkeit, um halt nicht sofort abgeschoben zu werden, war, sich selbstständig zu machen, und das ist eine sehr, sehr schmerzhafte Geschichte. Dazu kommen die 90er Jahre rassistische Pogrome in halt ganz Deutschland dann, und ich habe das dann gemerkt, das ist so, die Leute sind halt, also es sind unterschiedliche Stimmen, dass man das befürwortet hat natürlich für die Wiedervereinigung, aber dass es auch bedeutet hat, ich kam hierher für Studium oder für Arbeit und womit stehe ich halt jetzt da? Also dieses Umbruch und Biografiebruch, das betrifft halt nicht nur die weiße ostdeutsche oder ostdeutsche Gesellschaft ohne Migrationshintergrund, sondern auch die vielen Vertragsarbeitenden, die in den 90ern auch von vorne anfangen mussten und gucken mussten, wo sie halt bleiben können und es auch teilweise sehr, sehr schwer gemacht bekommen haben. Teilweise bei Einreisen die Pässe eingezogen worden sind und man sich dann halt, also man hat wirklich signalisiert bekommen, wir wollen euch hier nicht haben, das war im Westen und im Osten so, und dann haben halt die Menschen einen Weg gefunden, vielleicht hier bleiben zu können, und für meine Eltern, wenn wir darüber sprechen, ist auch so, okay, Job verloren, Studium konnte nicht weitergeführt werden, deswegen auch eher etwas eher Schmerzhaftes, was halt auch zeigt, genau, Wiedervereinigung ist nicht nur die große Party, so 30 Jahre Einheit ist nicht nur die große Party, sondern da sind viele Biografiebrüche auch noch mit dabei, genau. Darf ich eine Nachfrage stellen? Aber ja. Hast du dir das dann, also haben sie dir das erzählt, bist du dann irgendwann hingegangen und hast sie gefragt, Mama, Papa, wie war das damals, oder? Genau, also klar, ich weiß halt so, okay, mein Vater kam jetzt zum Studium her, aber fertig studiert hat er ja nicht, warum? Und dann haben wir halt darüber gesprochen, aber das ist halt so, also das ist ja wirtdeutsche Geschichte oder so Nordvietnamesen, Ostdeutschland, das ist so ein Ding. Das hängt ja total zusammen, weil die Nordvietnamesen dann halt durch dieses Bruderland-Ding kamen und dass die 90er dann so viel Umbruch bedeutet haben. Und das war immer so ein, ist ganz schön schmerzhaft, drüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So dann halt auf die Dynamik. Aber es gibt natürlich auch Zeitzeuginnen aus der ersten Generation von Wirts, die halt viel offener drüber sprechen oder halt so. Da habe ich mich natürlich gefragt, warum gibt es so viele Wirt-Businesses im Osten? Wo kommt das? Das ist ja nicht, weil die Leute den übelsten Unternehmergeist haben, auch, aber weil es halt lebensnotwendig war, um nicht abgeschoben zu werden. Und dass ich dann da halt so ein bisschen Recherche gemacht habe und natürlich so dieses, also mit Fingerspitzengefühl, weil ich wusste, das ist ganz schmerzhaft für viele auch. Aber oftmals gibt es so ein, das ist schlimm gewesen, wir gucken nach vorn Mentalität. Und das beinhaltet auch, dass man halt nicht so viel drüber redet. Ja, genau. So, wir sind am Ende unserer Zeit, würde ich sagen, genau. Es gibt noch viele, viele Fragen, aber ich würde sagen, liebes Publikum, wenn ihr da noch Interesse habt, mehr von den Panelisten, Panelisten zu hören, es gibt ein Buch, es gibt Artikel, es gibt Dissertationen, und vor allem, ihr seid ja auch alle irgendwie auf Social Media, dass man sich da wahrscheinlich connecten kann, Fragen stellen kann. Also wir sind nicht aus der Welt, könnten wahrscheinlich noch viel, viel länger diskutieren, aber unsere Zeit ist jetzt zu Ende. Deswegen würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt, danke, dass ihr mitgemacht habt, und natürlich auch danke an die Organisation, an die Stiftung, danke vor allem, dass ihr drei hier wart und mit mir gesprochen habt, eure Perspektiven dargestellt habt. Ohne euch wäre das hier nicht möglich gewesen jetzt. Genau. Danke dir. Also ein Applaus für uns alle. Ja.